So, da sind wir alle wieder am Start, Martin und ich. Ja, Hallo. wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Martin, Lukas, Martin und Peter. Und Peter natürlich auch wieder Wir sind im wieder zu dritt. Jawohl, Background. jawohl. Ja, es gab leider etwas kleine Glücklich. Verspätung, aber ist ja nicht ganz so schlimm. Dafür gibt's heute wieder richtig tolle Sachen, würde ich mal sagen, oder? Schauen wir mal. Ein bisschen andere Sachen, so teilweise wenigstens, ne? Genau. Wir hatten es Ja. ja schon vorangekündigt und auch auf euren Wunsch natürlich eigentlich auch hin. Wolltet ihr mal wissen, was hat der Martin eigentlich so vor der Driftzeit so gemacht, ne? Ja. Und ich denke, da gibt es schon spannende Sachen zu erfahren. Mein Leben vor Drift. Oder unser, muss man sagen, Stefanie ja genauso. Und ja, also es ist tatsächlich so, dass wir da auch schon so einiges getrieben haben und dass es Dinge sind, die tatsächlich durchdrifft, weil wenn du so ein Projekt machst, so eine Firma irgendwo da ins Leben rufst, dann machst du nicht mehr viel anderes. Das ist einfach so. Also da kann ich, brauche ich keiner was erzählen. Das ist so. Dementsprechend hatte ich ja letztens, glaube ich, schon mal angesprochen. Ich glaube, ich war wirklich jetzt die letzten 3 Jahre, habe ich vielleicht zweimal eine Fernbedienung in der Hand gehabt, aber wirklich am Flugplatz oder wie früher, dreimal die Woche auf dem Modellflugplatz gewesen. Nee, ist leider nicht momentan. Weiß nicht, ob auch ein paar Modellfliegerkollegen da zuschauen gerade. Ist schade, ärgert mich ja selber auch. Wird hoffentlich vielleicht auch mal wieder anders. Aber im Moment haben wir hier noch so ein paar Aufgaben und ein paar Dinge vor, die halt einfach echt vollen Einsatz brauchen und dann bleibt halt auch mal was auf der Strecke. Und Modellflug ist da so ein bisschen, ja, momentan einfach auf Hold, weil du kannst nicht alles machen. Und wir haben halt Modellflug auch nie so nebenbei gemacht, sondern halt so, also zum, das nehmen viele machen rein als Hobby zum Spaß. Klar war das schon im Wesentlichen ein Hobby. Es war aber auch, und das werde ich nachher euch noch ein bisschen erzählen, tatsächlich dann irgendwann schon richtig Beruf. Es war eigentlich sogar mehrerlei Hinsicht war es Beruf. Wobei es auch immer Hobby geblieben ist trotzdem. Und also wir haben das schon sehr, sehr exzessiv und sehr ernsthaft betrieben. Sowohl ich, aber auch Stefanie, meine Frau, die tatsächlich eben auch aktive Modellfliegerin ist, war, wie auch immer. Und ja, da haben wir schon so einiges Verrücktes getrieben. Und manche Dinge haben wir auch parallel zu dem, was wir jetzt machen mit Drift. Und genau, und letztendlich, weil wir immer schon wieder davon gesprochen haben, haben wir gesagt, wir machen mal jetzt einen Stream und erzählen euch so ein bisschen was, oder ich erzähle euch so ein bisschen was. Ja, von dem, was da so früher alles gelaufen ist. Und leider ohne Stefanie, die ist daheim, passt auf unsere Kleine auf und haben auch überlegt, ob wir sie per Live-Bild dazu holen, aber es hat jetzt gerade leider nicht gepasst. Da muss man sich halt eben einfach gewissen Dingen ergeben, sage ich mal. Nein, alles gut, da hat die Kleine Vorrang. Und, aber ich erzähle euch da trotzdem mal alles und in den Videos, die wir euch so ein bisschen jetzt auch zeigen wollen, da ist Stefanie auch durchaus das ein oder andere Mal ja auch zu sehen. Ne? Genau. Genau. Also, ich würde sagen, was soll ich viel erzählen? Am besten lässt sich sowas eigentlich mit Bildern zeigen. Und es gibt doch einiges inzwischen über die Jahre an Content, an Videomaterial. Und da habe ich euch so ein bisschen was rausgesucht von ein paar Clips aus YouTube. Ja, die wir uns einfach mal angucken und da werde ich euch so ein bisschen was zu erzählen. Und klar, wenn ihr Fragen habt, jetzt auch gerade eben zu dem Thema, was wir da so im Bereich Modellflug gemacht haben, dann raus damit. Dafür machen wir das Ganze ja live. Lukas schaut, Peter schaut und also wie gesagt, das ist jetzt ganz, ganz locker und einfach mal ein bisschen Videos gucken und ein bisschen erzählen, was da alles so passiert ist in der Vergangenheit. Genau. Jo. Vielleicht kann es gerade sein, dass es etwas hakt. Ich habe hier gerade Oh. auch die Fehlermeldung gesehen. Ich gucke mal, dass es jetzt wieder besser läuft gleich. Versuche gerade mal so ein paar Sachen noch umzustellen. Oje. Aber das kriegen wir auch hin. Keine Sorge. Gut, also dann mache ich einfach mal weiter. Ich rede mal langsam, damit man mehr versteht. Genau. Damit das Internet Zeit hat, es zu euch zu bringen. Ja, also, wo fange ich an? Angefangen hat es, ich habe mit 10 Jahren mit Modellflug angefangen. Das ist verdammt lang her, sage ich nicht wie lang. ja, so, Hilfe. So also 1996, 97 müsste das gewesen sein. War ich einer von ein paar Verrückten, die in Deutschland die Idee hatten, oder weltweit, gab es auch woanders, aber hat, glaube ich, wirklich in Deutschland angefangen, so ziemlich, die Idee hatten, mit dem Modellflugzeug in eine Turnhalle zu gehen, um mal zu schauen, ob man nicht auch in einem geschlossenen Raum mit dem Flugzeug fliegen kann. Ne? Es war damals ziemlich gaga, weil halt die Technik viel zu groß und viel zu schwer war.
Da hat es mit Elektromotoren, was heute so ganz normal ist, dass man diese ganzen Spielsachen kaufen kann, in Flugzeuge, die elektrisch betrieben oder Quadrocopter-Drohnen, was es also gibt, die da so rumfliegen, das gab es damals alles nicht. Ja. Da war die Technik einfach nicht so weit. Da hat man noch schön mit Methanolmotoren und ne, volles Programm. Ja, und gut, also wie gesagt, 1996, 97, da ging das los. Und dann haben wir da versucht, irgendwie Leichtmodelle zu bauen und Inder zu fliegen. Und mehr oder weniger erfolgreich. Aber da ging es ziemlich schnell, weil halt die Technik immer besser wurde. Die Akkus wurden günstiger. Da gab es noch keine Lithium-Polymer-Akkus, wie wir sie heute mit Drift-Racer verwenden. Mit einem extrem guten Leistungsgewicht und Leistungsvolumen, sodass man da eben halt mit so einem kleinen Auto, mit dem winzigen Akku, der da drin ist, wenn ihr ihn schon mal gesehen habt, eine halbe Stunde fahren kann. Sondern das waren noch Nickel-Cadmium-Batterien oder Akkus auch, ja. Später dann Nickel-Metall-Hydrid. Und ja, das waren halt, da lagen erst, das war wirklich Steinzeit im Vergleich zu dem, was heute alles so möglich ist. Aber trotzdem, wir haben das geschafft, wir sind da geflogen und dann ging es los und dann wurden die Modelle besser. Und dann kam der Anspruch, Mensch, müsste man jetzt auch irgendwie Kunstflug machen können, mal ein Looping in der Halle fliegen. Das war damals also schon eine mega Herausforderung und Step by Step wurde es aber immer besser. Und ja, ich habe dann meinen Spaß dran gefunden, habe dann halt eben da ein paar wilde Entwicklungen und Konstruktionen gemacht und war da also auch immer aktiv dabei. Und habe dann tatsächlich 1999 war das, wurde ich dann vom Deutschen Modellfliegerverband angesprochen, ob ich nicht Fachreferent machen würde, ob wir nicht einen eigenen Modellbausparte für dieses Indoorfliegen da gründen. Und das haben wir getan und dann gab es erste Veranstaltungen, wir haben erste Messen organisiert, das sind auf Messen, auf solche Modellbaumessen dann quasi in einem abgesperrten Bereich, in so einem Netz mit den Flugzeugen dann da geflogen, haben das gezeigt. Ja, und dann ging es so Schritt für Schritt. Messen Leipzig, Messen Dortmund war die erste Messe damals. Ja, und dann ging es halt los, dass die Modelle immer leistungsfähiger wurden und dass halt auch Kunstflug so nach und nach einigermaßen ansehnlich möglich war. Und dann wurde die Sache halt spannend. Und dann habe ich mich also auch in dem Zuge eigentlich erst so richtig mit dem Thema Kunstflug auch dann so intensiv mich darauf fokussiert. Und das ging halt weiter, dass dann wirklich ja, erste Meisterschaften ins Leben gerufen wurden. Ich bin damals auch dann zu der Zeit schon in Schwarzwald. Das war, ich glaube, 2000 dann schon, bin ich in Schwarzwald gezogen mit Stefanie zusammen und habe bei einer Firma angefangen, die Firma Icarus, die damals Modellhelikopter entwickelt hat, die schon elektrisch angetrieben waren. Und habe dann da 5 Jahre wirklich Entwicklung gemacht, die Entwicklungsabteilung geleitet und einige spannende Projekte da machen können. Und in der Zeit eben aber auch im aktiven Modellflug gemacht und eben auch Meisterschaften geflogen, bin dann mehrfach deutscher Meister geworden. 2001 war, glaube ich, die erste Meisterschaft. Ich habe mir ein bisschen Spickzettel gemacht mit den Zahlen, da habe ich es nicht so. 2001 war die erste deutsche Meisterschaft, 2002 dann nochmal Meister geworden und dann auch in Folge noch das eine oder andere Mal. Ja, und halt den Sport wirklich intensiv betrieben und dann hat Stefanie tatsächlich auch angefangen mit Modellfliegen, tatsächlich zuerst mit Hubschrauberfliegen, dadurch, dass wir ja Hubschrauber entwickelt haben. Und dann aber auch mit Flächenflugzeugen. Ja, und dann kam so ein Punkt, wo halt dann das Modellfliegen mit nach Musik, also nee, umgekehrt, das Modellfliegen mit Kunstflug in der Halle so weit war, dass wir angefangen haben, Mensch, wir könnten eigentlich auch nach Musik fliegen, also so eine Kür machen, ja. Wir haben dann so also erste Freestyle-Wettbewerbe gemacht, wo man halt Musik reingehauen hat und hat versucht, irgendwie da zur Musik irgendwas Sinnvolles in die Luft zu zaubern. Und das sah ziemlich gut aus und das war auch ziemlich publikumswirksam, weil du natürlich im Gegensatz zu einem normalen Modellflug oder auch echten manntragenden Kunstflug, wo das Ganze extrem weit weg irgendwo am Himmel passiert, hast es halt in so einer Turnhalle direkt vor der Nase. Ne? Und es ist halt einfach für den Zuschauer viel, viel geiler. Und dann hat es echt angefangen, Spaß zu machen, dass wir also wirklich so zur Musik uns da Choreografien ausgedacht haben und schöne Sachen und verrücktes Instanz. Und dann stand dann auch eine ziemlich schnell eine eigene Klasse daraus, Aero Musical, wo man halt wirklich dann quasi auch in der deutschen Meisterschaft in einer Art Kürklasse, so wie beim Eiskunstlauf, und auch mit der ganz ähnlichen Wertung wie beim Eiskunstlauf, also ne, Schwierigkeitsgrad, wie gut es zur Musik passt und so weiter, bewertet wurden. Und da haben dann Stefanie und ich ziemlich bald angefangen, zusammen zu fliegen. Also mit 2 Flugzeugen zur Musik gemeinsam. Ne? Und das war dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Vielleicht und bestimmt auch ein bisschen, weil es halt auch noch als Pärchen nochmal anders rüberkam, vielleicht. Und ja, das hat ganz gut funktioniert und es hat richtig Spaß gemacht. Und ja, dann, wie es so kommt, dann haben wir irgendwie mal, ich glaube, der Anfang war, wir haben eine Einladung, oder, ja klar, das ist ja das Video, was ich euch jetzt zeige. Wir hatten eine Einladung
zu Clever, beziehungsweise dann später nochmal zu Mega Clever, die NKL-Show mit Wiegand Boning und Kai Pflaume war das damals. Samstagabend, beste Sendezeit. Und da waren wir quasi als Rahmenprogramm, also wir haben einmal für eine Frage aus der Luftfahrt, gab es eine Frage zum Kunstflug. Da haben wir das dann als praktisch Indoor mit meinem Flugzeug, habe ich das vorgeflogen. Und danach haben Stephanie und ich quasi noch unsere Kür, unsere Show quasi da im Fernsehen live, im Studio quasi so als Show-Act performt. Ne? Das war ziemlich verrückt, weil die Flugzeuge damals noch ganz schön schwer und schnell waren und im Vergleich zu heute. Und das Studio, weiß Gott, nicht groß. Aber das hat irgendwie funktioniert und das war ganz cool. Und das war so der Anfang von der Modellfliegerei als Show-Act. Ja? Und genau, ich zeige euch das mal. Ja. Beziehungsweise, bevor ich euch das zeige, ganz kurz habe ich noch was. Na komm, wir machen jetzt mal das Video. Ja. Lass mal laufen. Dann Oder können Sie das dann mal Video, rüber genau. switchen. So, jetzt bitte nicht erschrecken über die Auflösung, Leute. Ihr müsst wissen, das war, jetzt müsst ihr gerade schauen, 2007, ja. Da war noch nichts mit Full HD. Deswegen sind diese Videos jetzt nicht ganz so mega HD. Ne? Aber genau. Schauen wir mal da rein. Das war jetzt dann unsere Kür, die wir da geflogen haben, zum Schauen. Ne? Ja, ich versuche mal gerade die Musik hier passend ein bisschen Ja, anzupegeln, dass okay. das vom Sound hier hinkommt, aber ich denke, das kriegen wir hin. Ton ist soweit gut. Alles Ja, ich denke schon. gut. So, da sind wir da jetzt im Studio rumgeballert. Da hinten standen so komische Ringe rum. Da war irgendwie alles Mögliche im Weg. Aber ja, das ging schon ganz gut. Als das gehört hat, der hat übrigens Stefanie Schwan, nicht Stefanie Schwan, was hat er gesagt? Susanne Schwan, Schwan hieß Stefanie damals noch Schwan, Susanne Schwan. Also inzwischen heißt Susanne Schwan Stefanie Müller, hat sich einiges geändert in der Zeit. Ja, das wurde halt. Mich hat sogar Sat.1 noch ein anderes Logo. tatsächlich. Oh Gott, das ist echt lang her. Brutal. Ja, damals hat es einfach angefangen. Das war so wirklich das allererste Mal, dass so ein Modellflieger derart so indoor in einem Studio plötzlich rumgeflogen sind. Ne? Und das hat schon ganz schön für Aufsehen gesorgt. Diese Flugzeuge, die ihr da seht, ist eine Konstruktion von mir, also vom Grunddesign, wie es jetzt mechanisch aufgebaut ist. Das gab es in ganz verschiedenen Varianten dann natürlich auch für Präzisionskunstflug und ein anderes Design für jetzt im Freestyle, wie wir es hier fliegen. Aber das Konstruktionsprinzip, wenn man mal genauer hinschaut, dass der Rumpf quasi aus zwei Silhouetten besteht, also einer waagrechten Silhouette und wie einer Draufsicht und einer senkrechten Silhouette. Und zwar aus ganz leichten Schaumplatten, 3 mm Hartschaumplatten. Das Ganze ist verstärkt mit Carbon, mit Kohlefaserprofilen, also quasi ein Mix aus billigstem Leichtmaterial aus dem Baumarkt, ne, und Hightech. Und das ist so eine von den Dingen, die ich halt in der Modellfliegerzeit kreiert, erfunden habe, dieses Konstruktionsprinzip. Und das hat sich. Jawohl. Genau, können Sie Ja, eine das Maus geht wieder wieder. rüber. So, ne? Also, das war ganz cool. Ja, und dieses Prinzip, vielleicht mal ganz kurz darauf eingegangen, das ist so ein bisschen auch die Basis gewesen für all diese Sachen, dass das so ging, weil das halt extrem leicht ist vom Gewicht her, vom Aufbau her und gleichzeitig optimal von den Flugeigenschaften. Also obwohl dieser Flügel von den Fliegern nur ein Brett ist und nicht, wie man denkt, so ein Profil irgendwie. Ich habe vorher alle Profile ausprobiert und irgendwann war ich beim Brett, weil das einfach am besten funktioniert hat. Für die aerodynamischen Anforderungen, die so ein Flugzeug in der Halle oder auf engem Raum haben muss. Also sprich, kurz gesagt, Fluggeschwindigkeiten von null Stillstand, wirklich in der Luft schweben, bis relativ schnell. Da funktioniert dieses Brett tatsächlich am besten. Und da ist zum Beispiel auch sowas wie Widerstand wichtig. Ne? So ein Flugzeug muss viel Widerstand aufbauen, damit sie kontrollierbar bleiben. In der normalen Luftfahrt, wo es um Effizienz geht, versuchst du natürlich mit wenig Widerstand zu fliegen. Deswegen ist es also nicht nur, weil es einfach ist im Brett, sondern weil es einfach das ist, was am besten funktioniert. Und es muss halt, denke ich mal, auch ultra leicht sein, ne? Weil damit man so fast schwerelos in der Luft gleiten kann, da Das ist darf ja der nicht viel Punkt. wiegen, sonst geht es Ja. direkt wieder runter, ne? Das ist der Punkt. Und das war auch genau die Krux am Anfang, weil die Technik noch zu schwer war. Und da hat sich es einfach über die Jahre, jedes Jahr, jeden Monat wurde die Flieger quasi einfach leichter. Ne? Und das ist schon ziemlich geil, was da auch technisch passiert ist in der Zeit. Und ich habe euch mal so einen Flieger einfach mal kurz mitgebracht. Das ist jetzt ein relativ kleines Modell.
Mikromodell, aber auch genau diese Bauweise. Und da sieht man so ein bisschen, ne, diese Bauweise, dass der eigentlich hier eine Seitenansicht hat, eine Draufsicht hat, ne, sozusagen. Das Ganze ist ein Brett. Und dann ist der Trick quasi, dass das Ganze hier unten mit diesen Carbonstreben, die im Dreieck angebracht sind, verstrebt wird. Und dadurch wird das Ganze extrem torsionssteif, verbiegt sich nicht mehr, obwohl dieser Schaum selber hier eigentlich überhaupt keine Festigkeit hat. Das ist gleich für den Rumpf. Und was ihr jetzt noch seht, was anders ist, der ist jetzt schon hier ausgefräst. Also das Styropor, diese Platten hier, die weißen, sind auch nochmal ausgefräst. Und dann mit der ganz leichten Bilarfolie, das ist Kondensatorpapier aus der Elektronik, aus dem Elektronikbauteil, mit der Quadratmeter so um die 2 Gramm, ist der Flieger quasi nochmal bespannt sozusagen und dadurch nochmal leichter. Ne? Also alles extrem leichtbar und oben ist auch nur ein Carbonprofil, seht ihr auch, das ist alles ganz gut nach, aber es tut seinen Job im Flug. Ne? Und genau. Und das ist sozusagen das Prinzip, auf dem diese ganzen Flieger, wo ich euch jetzt ein paar Videos noch zeige, eigentlich alle gleich aufgebaut sind. Und auch ja, andere, ich meine, in der Kunstflugszene hat sich das komplett durchgesetzt in diesem Bereich, das Prinzip. Wird natürlich weiter verfeinert und die Dinger werden halt immer leichter. Ne? Mhm. Und damals war das eben noch Styropor viel als Basis und teilweise Carbon. Und heute sind die Flieger komplett aus Carbon-Gerüsten mit dieser Folie bespannt. Mhm. Und nur als Beispiel, also so ein Flieger, der hier jetzt, der kleine hier, der ist wirklich winzig. Der hat es so, ich müsste jetzt lügen, um die 30 Gramm dürfte der haben. Fluggewicht komplett mit Akku, flugfähig, mit entsprechenden Rudern hier, alle Funktionen, hinten, Höhenseiten, Querruder. Alles dran, Motorregelung, waren 30 Gramm. Die ersten Indoor-Flieger, wo ich damals angefangen habe, die erste Meisterschaft, weiß ich noch, die wogen 300, 350 Gramm, sowas, ja. Und es war schon knackig, mit denen in der Halle irgendwie sinnvoll zu fliegen. Die waren auch größer natürlich, diese Wettbewerbsmodelle. Das reden wir so von einem Spannweite von 80 cm bis 1 Meter. Und da waren wir damals eben bei 80 cm bei 350 Gramm oder so, ne. Inzwischen fliegen die bei den Meisterschaften, es gibt inzwischen Weltmeisterschaften, also das ist auch noch weitergegangen, nachdem ich dann jetzt auch irgendwann ausgestiegen bin. Die fliegen bei Weltmeisterschaften oder überhaupt in dem Sport mit Flugzeugen, die haben eine Meterspannweite, sind also noch mal größer. Und die wiegen dann immer noch um die 30 Gramm inzwischen mit Meterspannweite. Ja. Da fragt man sich echt nur so, wo bleibt die Technik denn? Das muss ja noch irgendwie. Und die haben noch einen Koaxialpropeller, die haben so einen Propeller da drauf. Zwei Stück hintereinander, die sich gegeneinander drehen, mit entsprechenden Getriebe, weil das noch dann aerodynamisch noch mal besser ist. Unfassbar, was da technisch möglich ist. Ja. Richtig Hightech inzwischen, also ein spannender Sport. Ja, aber wie gesagt, ich war da immer so ein bisschen, ich habe das gemacht und habe da auch, ich war 8-mal deutscher Meister. Nee, muss gucken, ob man Spielzettel. Die hat Stefanie übrigens geschrieben, nicht ich. 11-mal deutscher Meister, guck mal an. Und französischer und tschechisch und überhaupt holländisch und keine Ahnung was. Vize-Weltmeister, alles Mögliche. Aber irgendwann habe ich dann auch darauf gehört, aber auch mal gut. Und es war auch einfach so, dass mich halt immer diese Fliegerei nach Musik eigentlich noch mehr gereizt hat, wie das eigentliche Kunstfliegen. Ne? Und na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Also es gibt dieses Video da. Kannst du mir nochmal rübergehen? Mhm. Von Sat.1 damals, wo wir da aufgetreten sind. Ja, und da hat dann ein Beleuchter, jemand aus der Technik, hat das gesehen und hat das wieder einmal erzählt und dann ging es um die Ecken. Und dann hat uns jemand angerufen vom Varieté am Bodensee, damals war das in Basel. Nee, Quatsch, Entschuldigung, Varieté am Bodensee war später, Blödsinn. Varieté de Bâle war das, ne? In Basel, im Basler Bahnhof. Und ja, da haben wir uns eingeladen und wir können doch da mitmachen mal, 2 Wochen lang, glaube ich, oder eine Woche war das, in so einem Varieté mit der Show da auftreten. Haben wir gedacht. Ist doch mal eine coole Sache. Warum nicht? Modellflug auf die Art noch bekannter machen, Indoorfliegen. Mhm. Ist doch cool, ne? Und ja, gesagt, getan, auf nach Basel. Und dann sind wir da wirklich Basel gefahren, Stefan und ich. Und habe auch ein Video tatsächlich, aber das ist von der Qualität her natürlich noch schlimmer. Das war wirklich in einem Bahnhofsrestaurant. Das war so noch kleiner wie da. Richtig übel. Uns auch voll bestuhlt. Ja, da saßen die ganzen Leute unten. Und dann haben wir geguckt, wie wir da irgendwie unsere Show da reinzwirbeln. Und hat irgendwie auch geklappt, aber das war dann wirklich das erste Mal, würde ich sagen, dass Indoor-Kunstflug oder Indoor-Modellflug als Show-Act, dann, also nach der Fernsehsendung, was ja so Startup war, dann wirklich gebucht wurde. So wirklich eine Woche lang oder 10 Tage. Mhm. Das war wo wir gerade noch die Technik gesehen haben, habe ich gerade noch eine Frage gelesen, und zwar von Magic Hotty. Wie lange kann denn so ein Flieger in der Luft bleiben, in Klammern Akkuladung? Weil einen großen Akku sieht man da nein, nicht. Nein, ne? Also übrigens,
Muss man überlegen. Ja, der hier, ja, den habe ich tatsächlich mit einem Akku geflogen mit 120 bis 150 160 mAh, also ungefähr genau die Größe, was wir momentan in unserem Razer drin haben. Also mit dem Akku könnte ich den hier fliegen. Ne? Das ist schon echt ordentlich. Aber der fliegt dann 5 Minuten und keine halbe Stunde. Ne? Dann ist der leer, der Akku. Das braucht natürlich schon mehr Energie, ganz klarer Fall. Das ist ja auch der Trick, warum unsere Driftracer mit so einem kleinen Akku so ewig lang fahren. Weil auch ein normales Modellauto wird mit dem Akku, weiß ich nicht, vielleicht 10, 15 Minuten maximal fahren. Weil du natürlich Vollgas gibst, dann geht der Strom auf den Motor, was der Akku kann, und dementsprechend fließt da halt auch Strom. Bei uns ist es ja so, dass die Autos kleine Roboter sind und dass diese Bewegung, die Beschleunigung, ist ja alles geregelt. Ne? Da gibt er ganz, ganz, ganz dosiert und geregelt Gas und bremst. Und das senkt einfach dermaßen den Stromverbrauch, dass wir deswegen so lange fahren. Ne? Das ist der Grund. Also nicht, weil wir einen riesen Akku haben, sondern weil die Technologie dahinter, diese Regelung, das entsprechend fein justiert und dementsprechend haben wir diese Fahrzeiten. Ne? Genau. Ja, also wie gesagt, Akkus und Flugzeit, also auch bei den großen Fliegern, die sind heute, also diese Wettbewerbsmodelle sind so ausgelegt, dass wenn die so ein Kürprogramm, so ein Fliegprogramm durchfliegen, ich weiß nicht, die zwischen brauchen 3 Minuten oder so, keine Ahnung, und nach 3 Minuten 5 Sekunden ist der Akku tot. Ne? Das ist wirklich so, so ungefähr, ne? Das ist wirklich getimed, weil da halt jedes Milligramm gesucht wird. Ne? Und ja, genau. Und also wie gesagt, das war so unser erster richtiger Auftritt hier. Und das war in die Basel in diesem Bahnhof. War so gut halbwegs hoch der Raum. Aber wieder auf oben hoffen. Wir haben uns noch mit Lampen und Zeugs. Das war schon Abenteuer. Aber irgendwie haben wir es gepackt und das hat auch ganz gut funktioniert. Und es gab auch keine Verletzten so, alles prima. Ja, der Scheibenwischermann hat auf jeden Fall auch ordentlich zu Die tun haben gehabt, ne? was gemacht. Das war am Anfang, weil die Flieger waren ja auch noch richtig schnell, die wurden dann ins Leichte und auch langsamer und so. Ne? Das war echt, das war sowas, da musste, da, wenn ich irgendwo hin bin zu einer Show, das Erste, was ich gesagt habe, was ich brauche, sagen Leute, ich brauche 2 Verfolger für jeden Flieger ein und die Jungs müssen gut sein, sonst brauchen wir gar nicht kommen, das macht keinen Sinn. Und wir brauchen dann mindestens 1, 2, 3 Stunden, am besten einen Tag zum Proben. Ne? Das ist ja wie so ein Suchscheinwerfer. Ja, logisch. Der muss, eigentlich geht es erst dann gut und wir haben ja da wirklich mehrere Shows geflogen, viele Shows, dann kennt er das irgendwann. Der muss wissen, wo ich hinfliege. Also es geht so schnell, die Richtungswechsel, wie möglich sind, dass du überhaupt keine Chance. Ne? So, wenn wir Passagen, wo wir dann zu zweit fliegen. Da ist jetzt eben ein Flieger, ich kann euch nicht mehr sagen, welcher war, aber einer ist Stefanie, einer ist ich. Mit Lichtern an den Ja, naja, Lichter und die Bänder, die haben im Flug haben die ausgerollt, das sieht man gleich später auch noch in meinem Manto-Video. Da haben wir schon die Kante gegeben. Ich muss auch dazu sagen, also ich meine, ich habe das jetzt wirklich noch seit ich 10 bin Modellflug und dann eben, was man in den Titel sieht, auch einigermaßen erfolgreich. Also ich mache das schon sehr, sehr lange und recht professionell. Und da gibt es genug andere, die das auch können, auch besser oder genauso gut wie ich halt. Ne? Stefanie ist, glaube ich, wirklich, kann man behaupten, zumindest in dem Bereich mit Abstand die einzige Frau, die das, oder kenne ich zumindest keine andere, die das so kann. Weil es ist eine Sache, ein Modellflugzeug so zu fliegen und auch wirklich Kunstflug zu machen. Da gibt es auch gibt's natürlich mehr. Ne? Da sind Frauen auch ganz gut dabei. Aber selbst nicht mal Frauen, sondern Männer auch. So eine Show zu fliegen nach Musik mit einem anderen zu zweit synchron und dann auch noch auf solchen Bedingungen, also sprich diesem engen Raum mit Hindernissen, mit teilweise plötzlich Nebel, mit dem man nicht gerechnet hat, weil einer die Nebelmaschine zu stark angemacht hat oder ein Scheinwerfer, der dich blendet. Also dieses Fliegen live vor solchen Events ist übelst heftig. Und Glaube ich. also da war Steffen echt immer unglaublich gut. Das war schon sehr speziell. Und deswegen ist es auch besonders schade, dass das was halt nicht mehr machen können, weil es die Zeit fehlt, weil da waren wir schon, oder ich glaube, sind wir auch immer noch einmalig. Es gibt inzwischen genug, die auch das auch machen, was ich richtig toll finde. Es gibt also einige Modellflieger, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, die das. Ich sage jetzt nicht nachgeahmt, ist nicht so, weil haben ja andere auch gemacht, die auch aus diesem Hobby oder aus diesem Sport eine Art Kunst gemacht haben und die dann schon bei Stefan Raab unterwegs waren und keine Ahnung. Und die wirklich, also gibt es auch welche, die leben davon inzwischen. Ne? Ein französisches Brüderpärchen gibt es, gibt in Deutschland jemand, die wirklich davon leben, die nach Las Vegas gehen und Gott weiß was und mit diesen Fliegern, auch gleiche Art von Fliegern, ja auch Chance machen. Ne? Das Ja. geht, ne? Schick. Und es ist schon cool zu sehen, wie weit der Sport gekommen ist und was da einfach möglich ist. Ne? Und auch schön, dass wir da so ein bisschen die Grundsteine haben legen können dazu. Und deswegen hätte ich es auch gern weitergemacht, aber Leute, man kann nicht alles haben. Und.
Das stimmt. Dann hätten wir jetzt keinen Treff, wenn das auch Wollte so gerade sagen, ich glaube, da gekommen sind wäre. einige sehr glücklich drüber. Maybe, ja. Genau. Nee, ich lese nebenbei hier gerade auch so ein paar Fragen noch Ja. mit. Nochmal kurz ein Hinweis für euch. Es ist super, dass ihr so viele Fragen natürlich auch stellt und sowas. Wir möchten uns natürlich hier jetzt eher auf das Fliegerthema konzentrieren und alle möglichen Fragen, die jetzt um Drift und Autos und was auch immer gehen, merkt ihr euch einfach, wir machen nochmal ein spezielles Q&A, wo es dann wirklich nur um solche Ja, Fragen geht. beim Da können nächsten wir nochmal ganz viel zu beantworten. Beim nächsten Stream, genau. Weil Genau. sonst können wir heute nicht mehr fertig. Ich gucke mal, wir sind Ich jetzt schon eine halbe glaube Stunde drauf und ich habe noch ein paar Videos. Da gibt es noch ein paar schicke Sachen zu schauen. Okay, wir machen ein bisschen schneller. Okay, genau. Ja, also so ging das Ganze los und dann wurde da echt Kunst draus oder auch fast ein Beruf draus. Also wir haben das dann schon auch nebenberuflich und ernsthaft gemacht. Also da hatte mein Steuerberater immer richtig viel Spaß, weil ich war selbstständig, Stefanie hat eine eigene Praxis gehabt, war selbstständig. Und dann haben wir noch ein paar andere Dinge gemacht und dann eben auch die Fliegerei als Künstler, was steuerlich wieder komplett anders ist und nee, ja, alles nicht so ohne. Und dann auch international rumgerannt, das heißt im Ausland, also ja, genau. Ja, wie ging es weiter? Dann ist es einfach so, wenn du mal in dieser Szene drin bist, wir haben das ja nicht bewusst gemacht, das ist einfach passiert. Ne? Wir wollten einen Modellflug machen, wollten den in die Öffentlichkeit bringen, das war so unsere Mission eigentlich, ne? Dass man quasi auf die Art ein bisschen den Sport bekannt machen. Und dann fängst du halt an, solche Shows damit zu machen und wenn du aus der einen rausgehst, kriegst du die Anfrage für die nächste. So ging es uns zumindest damals. Und dann sind wir wirklich von einer Varieté-Show so über die Jahre in die nächste. Nicht allzu oft, mal ein, zweimal im Jahr vielleicht, ne? Solche längere Arrangements. Aber ganz viele auch so Gala-Auftritte abends, das haben wir öfter gemacht. Und ja, dann ging es weiter. Was dann als nächstes? Nächste große Auftritt, und das war wirklich auch eine ganz besondere Geschichte, war dann Zirkus Salto Natale. Da haben uns Rolf und Gregory Knie eingeladen, also Familie Knie, Zirkus Knie aus der Schweiz. Und die haben einen Salto Natale, ist ein Weihnachtszirkus, der in Zürich stattfindet jedes Jahr in der Weihnachtszeit. Zwar 2 Monate in einem richtigen Zirkuszelt, stationär an einem Platz. Jeden Abend und teilweise noch nachmittags eine Show. Da haben die sie Zwei angefragt. Monate 2 Monate, jeden. ja. Wow. Plus einen halben Monat Proben, 2 Wochen Proben, bis die Show steht. Weil das war nämlich eine Show, da warst du nicht nur mit deinem eigenen Deck alleine da, sondern du warst echt Teil von einem Gesamtkonzept. Das ist dann ziemlich eskaliert, das Thema. Und also erstmal mussten wir uns ziemlich überreden. Wir haben da erstmal dreimal Nein gesagt und dann auch entsprechend auch Geld verlangt. Weil wir gesagt haben, Leute, also wenn wir sowas, wir hatten ja unser Business, wir konnten ja nicht ohne weiteres da mal weggehen. Haben auch gesagt, Leute, also das Geld war nicht mal so das Thema. Aber wir haben gesagt, wir brauchen da irgendwie eine Möglichkeit. Wir haben 2 Katzen, die müssen da auch mit. Wir brauchen da irgendwie ein Apartment mit Wintergarten oder so, sonst geht es ja gar nicht. Ja, dann haben die ein Apartment mit Wintergarten besorgt, ne? Mitten in Zürich-Kloten. Also was willst du machen? Die haben sie echt nicht locker gelassen, die beiden, was ich heute auch sehr froh bin drum. Und ja, und dann haben wir uns entschieden, das zu machen und sind wirklich da 2 Monate nach Zürich. Und es ging schon so los, dass wir im Vorfeld nach Abstimmung unsere Choreografie gebaut haben für diesen Einsatz in dieser Show. Und dann haben wir ein Video gedreht in der Turnhalle mit im Prinzip, also quasi, wir haben dann mit Luftballons und mit Schnüren dran, haben wir die Pfosten, weil in der ist ein Zirkuszelt, das hat also 10 mal 10 Meter Abstand, haben das solche Pfeiler, ne? Stehen Also natürlich. die man da jetzt vielleicht auch im Ja, das sieht man auch im Bild, da Hintergrund. sieht man es eigentlich schon, genau, das ist Ja, schon die Location, dann diese Pfeiler da, das war immer mit 10 Meter auf 10 Meter. Und da musste man ja diese Räumlichkeit auch abstecken, dass wir wissen, wie wir das Timing machen und haben dann eine Choreografie gebaut, die da reinpasst. Und das glaubst du oder nicht, dann hat danach der Martin Villinger, das war der Komponist, der für diese Show die komplette Musik komponiert hat. Ja, das ist richtig, also das ist schon ein richtig hohes Level. Er hat also wirklich die ganze Zusammenstellung gemacht, das war auch jeden Abend alles live, mit einem riesen Orchester. Dann hat der wirklich auf unserer geflogenen Show hat er die Musik komponiert. Also nicht umgekehrt. Normalerweise suchst du die Musik raus und versuchst dann irgendwas dazu zu fliegen. Und ja. dann haben wir es umgekehrt gemacht. Klar, noch ein bisschen Anpassung hin und her, aber im Wesentlichen hat eigentlich er die Musik auf unsere Show angepasst. Das war natürlich auch total verrückt. Und ja, dann haben wir da letztendlich dann wirklich noch 2 Wochen Nicht gebraucht, um schlecht. mit einem Ballett auf der Bühne, sieht er gleich mit 11 Tänzern, ich lasse mal laufen, kann dir nebenbei erzählen, ist schon mal gar nicht mehr fertig. Das war ein Nachtflug-Act, den es auch noch gab, das ist mein eigener Showblock, wo ich alleine geflogen bin. Wo es entsprechend dunkel war, mit Beleuchtung am Flieger. Und halt auch immer mit Leuten auf der Bühne. Ihr müsst euch überlegen, das waren 70 Shows, 70 Auftritte über die Zeit.
Und da dürfte nicht einmal was schiefgehen. Ich wollte gerade fragen, ist denn einmal was schiefgegangen? Ja. Aber tatsächlich eigentlich nur ein einziges Mal. Und das war auch noch, da sind wir auch noch heile rausgezählt, hat noch. Also es hat erstaunlich gut funktioniert, weil eigentlich kann sowas nicht funktionieren. Das müsste ja ständig scheppern eigentlich, mit den Bedingungen. Und das war also der Solo-Part. Und dann kam jetzt hier die Nummer, wo wir zum zweiten unterwegs waren, noch mit Kostüm und vollem Programm. Auf der Bühne sieht man uns im Hintergrund stehen. Und eben mit dem Ballett zusammen. Das war eigentlich das total Verrückte, dass diese ganze Choreografie halt wirklich mit Ballett, mit Musik, alles zusammen einstudiert wurde. Da waren auch diese 2 Wochen Proben nicht unnötig viel Zeit. Ne? Das war schon sportlich. Und also leider ist auch wieder die Videoqualität einfach aufgrund dessen, wie alt es ist, natürlich nicht so prickelnd. Ne? Aber es gibt leider keine besseren Aufnahmen. Da kommt jetzt Stephanie dazu. Genau, also der Unterpfleger ist Stephanie. Der obere bin ich jetzt. Ne? Das war halt echt, weißt du, also gerade da. Und dann war wirklich mal wieder zu viel Nebel und dann fliegst du halt hinten um die Ecke rum und fliegst in die Nebelwolke rein und siehst den Flieger halt nicht mehr. Ne? Ich wollte gerade sagen, gerade war es ja auch ganz dunkel und der hat so geblitzt, dann, boah, da muss er erstmal die Kontrolle noch drüber halten. Da ist wirklich Stephanie auch gnadenlos, das muss man echt sagen, weil ich dass sie da also das voll durchgezogen hat. Das hat super geil funktioniert. Ah, jetzt sieht man euch schön, dann genau, hinter uns stehen. Genau, ja. Mit Fliegermütze auf und so. Das ist auch sowas, da mussten wir auch über uns hinauswachsen. Das war auch ein Lernprozess, ganz ehrlich. Ich bin auch der Meinung, ich würde heute diese Firma gar nicht machen können und mich auch hier nicht vor eine Kamera setzen können, hätte ich nicht in der Zeit wirklich ganz, ganz viel gelernt. Also man kann als Künstler echt auch was lernen. Ja. Das war jetzt böse. Ne? Nein. Künstler ist ein toller Beruf und hat allen Respekt vor allen, die das machen. Das ist auch ein verdammt harter Beruf. Auch das haben wir gelernt in der Zeit. Wir haben da Dinge erlebt, Leute. Künstlerleben ist kein Spaß, weil ihr müsst funktionieren. Egal, ob ihr 40 Fieber habt oder nicht. Show ist Show. Habe ich auch erlebt, dass ich mit 40 Fieber auf der Bühne stand. Geht nicht anders. Aber ich musste wenigstens keine halsbrecherischen Akrobatik machen. Ne? Was es auch gab. Ja. Also das war schon richtig cool. Also einmal sind wir losgeflogen, oben hängt so ein Ring, so ein Hula-Hoop-Reifen, der hochgezogen wurde per Winde. Da ging unsere Show los und einer hat das Ding noch nicht hochgezogen, da hing es nur so halb runter. Ne? Und wir standen da, was jetzt? Als das da gelaufen ist, was da, bei 70 Shows, da gibt es schon genug Gelegenheiten, dass auch mal was schief geht. Ne? Ja, das glaube ich. Wie gesagt, einen Absturz gab es mal, da ist Stephanie einmal tatsächlich dann auf der... ich sogar. Meistens war es mir ein Kabel gebrochen beim Motor, das heißt, mein Motor ist ausgefallen. Aber das muss ich jetzt erstmal, das ist schon erstmal das fertig. Das war Svetlana, die wirklich dann richtig mit dem Flieger getanzt hat. Das war natürlich nochmal ein ganz anderes Level. So was hat man vorher auch noch nicht gemacht. Aber das war schon eine richtig, richtig gute Balletttänzerin, die dann wirklich mit meinem Flieger und mir zusammen quasi was einstudiert hat. Und das muss ja zur Musik passen, mit ihr zusammenpassen. Also das war schon Challenge. Und das Schlimmste war, es war ja Live-Musik. Die haben einen Abend schneller gespielt, einen Abend langsamer gespielt. Das war nie gleich. Manchmal haben sie auch mit Absicht schneller gespielt. Wir wollen endlich mal fertig werden. Nee, das ist so zum Ärgern. Das gab's auch mal. Leute oder was, oder noch mehr als 2000, ich weiß gar nicht mehr. War schon recht groß. Jetzt kam Stephanie wieder dazu. Ja, das war geil. Ja, wie gesagt, einmal ist mir also wirklich, so wo die alle auf der Bühne waren, ziemlich am Anfang, glaube ich, oder was, ich weiß gar nicht mehr, was hier. Ich kann es nicht mehr sagen. Auf jeden Fall ist mir ein Kabel gebrochen und mir ging der Motor aus. Also musste ich runter, ging nicht anders. Ne? Da bin ich echt, ich glaube es war kurz vor der Szene, mitten auf der Bühne gelandet. Ne? Und da stand der Flieger da rum. Und ich so, oh shit, was ist das? Ne? Und ich hatte einen Ersatzflieger, wobei ich glaube es war eher an der Stelle, wo beim Fluss von der Show war, da war es nicht so schlimm, ich weiß es echt nicht mehr. Auf jeden Fall hat dann echt einer von denen, die außen rum sind, von dem, also nicht der Tänzer selbst, sondern die auch so zur Show gehört haben, die hat echt reagiert, hat sich dann so beim Tanzen und beim Rumspringen auf der Bühne, hat sie kurz mal so den Flieger mit dem Fuß auf die Seite gekickt, dass da Platz ist, damit die Beute nicht drüber marschiert. Ne? Sonst wäre der platt gewesen. Und ja, das war echt cool.
Aber sonst ist da echt nichts passiert. 70 Shows lang durchgezogen. So. Oh ja, Outfit sieht auch sehr schön aus. Das könnt ihr euch auch vorstellen, wie leicht uns gefallen ist, da wieder für Familie zu gehen. Am Anfang haben wir gesagt, nee, Leute, nicht wirklich. Wir stehen eigentlich, weil vorher waren wir immer im Hintergrund. Wir haben wirklich uns immer quasi irgendwo versteckelt, so bei der Varieté, wo wir vorher von Basel, da waren wir irgendwo irgendwo gestanden. Und genau, da konnten wir nicht stehen. Und uns hat man halt nicht gesehen. Ne? Jetzt standen wir plötzlich mitten auf der Bühne. Das war natürlich nochmal was anderes. War ein Lernprozess, definitiv. Und wie gesagt, ich bin also echt davon überzeugt, ich könnte das, die Dinge heute nicht so machen, hätte ich nicht auch manches andere vorher gemacht. Und das war ganz sicher ein wichtiger Teil, wo man viel gelernt hat in meinem Leben. Und noch viel erfahren. Das war echt spannend. Ne? Viel natürlich. So, dann haben wir natürlich dann doch noch ein paar Fragen hier zum Fliegerthema. Ne? Dann wollen wir da doch auch mal ein bisschen was beantworten. Ingo Turner hat geschrieben, du warst doch auch schon mal bei Wetten, dass? Da haben wir doch gerade eben noch vorm Stream drüber geredet. Da haben wir noch überlegt, ob wir auch noch mit reinpacken, aber dann, wir kommen nicht durch, Leute. Ja, ich war nicht selbst, sondern also ja, mit einem Freund zusammen. Der Freund hat die Wette eingereicht und hat es dann auch gemacht, geflogen. Ich habe ihm angesagt, geholfen dabei, auch mit einem Propeller und System, das ich entwickelt habe, haben wir das gemacht. War auch ganz cool. Könnt ihr aber googeln, das findet ihr auch vielleicht. Ich denke auch. Dann hat AB geschrieben, warst du auch Outdoor-Fliegen? Mit einer Piper Cup durch Crosswind macht nämlich auch Spaß. Ja, sagt mir jetzt gar nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Ach so. Mit einer Piper Cup Flugzeug, Crosswind heißt, der Wind kommt von der Seite und es macht Spaß. ja, da habe ich auch noch ein paar Videos, Leute. Wir sind nicht nur bei Indoor, wir kommen da, können auch. Ach, wir springen mal ein bisschen. Komm. Und Hotti hat noch gefragt, waren die Flieger eigentlich alle Eigenbau oder gab es da auch irgendeine Firma wie heute Drift? Von mir? Die du da jetzt geflogen bist. Beides. Also es waren, was ich geflogen habe, gerade im Indoor-Bereich war immer ein Eigenbau. Weil ich war ja eigentlich da eigentlich immer so ein bisschen auch einen Schritt voraus. Das war auch bei den Wettbewerben, ganz ehrlich, auch mache ich auch kein Hehl draus, der Grund, warum ich da auch öfter mal die Meisterschaften gewonnen habe, weil ich immer so ein bisschen vorausgegangen bin in der Technik. Also ich war, es gibt ja so wie beim Motorsport auch, schließen wir wieder die Brücke. Motorsport, bestes Beispiel, Michael Schumacher, ein begnadeter Fahrer, aber meiner Meinung nach vor allen Dingen ein begnadeter Mensch, der die Technik verstanden hat, der das Auto verstanden hat und der in der Lage war, auch ein schlechtes Auto schnell zu machen durch optimales Abstimmen und Setup, ne, und auf der technischen Seite. Und ich war auch immer mehr so der Techniker eigentlich, der hat auch die Flugzeuge und die Technologien weiterentwickelt hat und sich dadurch auch seinen Vorteil erarbeitet hat. Und nicht nur durchs Trainieren, noch besser und noch mehr geübt zu haben wie andere. Das war eher so weniger trainieren, sondern mehr gottgegebenes Talent, Gott sei Dank, bei Trainieren. Wobei, wir haben schon auch viel trainiert, so ist es nicht. Aber es gibt also richtige Trainingstiere, wo ich dann auch da nicht hinkommen von der Zeit her. Und ich habe die Zeit lieber investiert und habe halt an der Technik gefeiert und habe versucht, einen Flieger zu bauen, der halt noch besser zu fliegen ist, noch präziser fliegt und so weiter und so fort. Ne? Das war so der Weg. Wir springen mal auf Outdoor, logisch, klar. Also Modellflug, wie gesagt, habe ich ja auch früher schon gemacht, wo es noch kein Indoor-Fliegen gab. Und auch später weiterhin, auch wenn mein Herz ganz sicher bei dieser Indoor-Fliegerei hängt. Und ich habe mir noch ein bisschen was zusammengesucht. Ich habe mir mal ein Da ist das Bild wieder, wir haben wieder Ton. Okay, wir sind wieder da. Ich weiß nicht, was passiert ist. Unsere Kameras sind auf einmal wollte sie nicht mehr. Egal, wir machen einfach da so weiter, wo wir aufgehört haben. Also das Laufen. Genau. Also geht auch größer. Extra 300 Kunstflugmodell. Kein Eigenbau von mir, sondern das war tatsächlich ein Flugzeug von einem Hersteller, das man zwar schon selber zusammenbaut am Ende, aber da ist dann eher die Technik, was die Sachen wie Rauchpatronen hier anzubringen, was da dran ist, die später auch abwerfen, solche Geschichten. Das ist wie gesagt German Acro Masters war das 210, meine ich. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Art der Fliegerei. Ne? Das ist halt ein Flieger, der im Original
nicht viel größer ist, nämlich gerade mal ein bisschen mehr wie doppelt so groß, und dann sitzt dann jemand drin. Also die hat 40%, glaube ich, 41% oder sowas vom Original, ne? Mhm. Spannweite, 3 Meter Spannweite. 170 Kubikzentimeter Boxermotor, Benzin, drüben, ne? Also was die haben, die Dinger, so 15, 16 PS oder sowas. Okay. Ja, man sieht schon, die fahren schon, oder fahren, die fliegen schon ordentlich schnell. Ne? Das ist schon. Und der Flieger, der wog deutlich über 20 Kilo, war recht schwer. Genau, und da ist dann auch wieder das gleiche Spiel nach Musik, das war immer das, wo ich am liebsten gemacht habe. Da gibt es, wenn ihr mal geschaut, was es heute an Videos gibt, auch noch inzwischen viel, viel verrücktere, härtere Flugstile. Das hat sich auch weiterentwickelt, die Technik ist besser, die Rudermaschinen, die da sind, sind stärker und so. Und ich war da auch, wie gesagt, nie ganz top bei dem Ganzen, sondern da halt mitgemacht, gerade im Bereich Musik, weil ich halt, ne, das einfach so gern emotionale Sachen gemacht habe, ne, was auch wieder so ein bisschen mit Riff zusammenpasst. Ne. Und ja, schon auch ganz spannend, ne, so eine Kirche da unten. Also interessant, wie man das Flugzeug so bewegen kann. Würde man das eigentlich auch mit einem echten Flugzeug hinkriegen, so zu fliegen? Also die Kunstfiguren, die meisten, die du gesehen hast, ja, das jetzt hier, der Flieger, die sogenannte Torque-Rolle, das heißt, der Flieger hängt am Propeller und dreht sich, wenn ich ihn nicht dagegen halte, durch den Torque, durch den Drehmoment des Propellers, dreht sich dann der Rumpf sozusagen die andere Richtung weg. Das geht einfach deswegen nicht, weil die großen Mantra-Flieger im Normalfall das Leistungsgewicht nicht haben. Das heißt, du brauchst ja deutlich mehr Schub wie Gewicht, damit du da heile wieder rauskommst aus der Nummer. Ne? Und inzwischen gibt es auch Mantra-Flieger, die mehr als 1:1 haben, aber das ist natürlich ein bisschen riskant, das in Bodennähe zu machen. Wenn da irgendwas ist, dann hast du ein Problem. Und deswegen, da haben wir echt als Modellflieger einen riesen Vorteil, weil diese Flieger halt, diese großen Kisten, die haben dann irgendwo so, weiß ich aber nicht genau, aber 1,52:1. Also weil die doppelten Schub wie jetzt Gewicht. Ne? Unser Indoor-Flieger, was wir momentan schon gesehen haben, die liegen da teilweise bei Faktor 4, Faktor 5. Mehr Schub als Gewicht. Das ist ja was ganz anderes. Kannst du noch viel geiler und verrücktere Sachen machen, durch die geringen Massen. Aber das ist natürlich schon auch irgendwo geil. Ne? Da sind die Dinge mit 120, 30 Klamotten da vorbeiballern. Das ist auch schon echt beeindruckend, das ist schon schick. Ich habe damals ziemlich gekämpft mit dem Flieger, das war gar nicht so gut, der Flug, weil mein Flügel kurz vorher beim Training die Grätsche gemacht hat, das war noch ein Prototyp, und da ist der Flügel weich geworden, und das heißt, der hat in sich torniert, und gerade diese Snap-Figuren, was du gerade gesehen hast, die haben alle nicht so geknallt, wie sie sollen, das war echt gar nicht gekämpft. Der Flügel kam dann, der Flieger ist aus Amerika, der kam irgendwie dann 2 Tage vor dem Wettbewerb, oder danach kam der an, das hat dann nicht mehr gereicht. Ich habe auch gebetet, dass er hebt, dass der Kasten nicht auseinanderfliegt, weil du wird ja schon ganz schön geknechtet da in dem Moment. Ne? Aber ging alles gut soweit. Ich wollte gerade sagen, manche Bewegungen sind ja doch schon sehr ruckartig. Ja, ne? Das sind Belastungen drauf, die du so hart auch im Mantragen eben wieder nicht fliegen könntest, weil das muss ja auch noch aushalten. Ne? Und die Modelle, und wie gesagt, das entwickelt sich auch weiter. Also bei Extreme Flight, der Hersteller, die bauen inzwischen Flugzeuge. Wenn ich sehe, wie die Jungs damit rumknallen, ey, das hebt, das ist unglaublich. Ne? Auch echt Hightech-Sport. Natürlich auch ein Kostenthema, aber so ein Flieger in der Größe ist nur ein paar Euro in der Luft. Also, das hätte ich, glaube ich, auch nie gemacht, ohne Sponsoren da in der Hand zu haben. Das ist nämlich sonst auch einfach, weil du gehst ja auch am Ziel mit, das scheppert auch mal. Ne? Dann liegen da halt irgendwie 10.000, 15.000 Euro im Dreck. Und, das ist dann schon heavy. Ne? Oder auch mehr, je nachdem, wie man treibt. Genau, also Jungs, das heißt, ja, ich bin auch mit größeren Fliegern unterwegs gewesen, und ich habe auch noch eins für euch, weil nicht nur Kunstflug, sondern was mir dann irgendwann angefangen hat, Spaß zu machen, ist auch die Jetfliegerei. Das habe ich euch schon immer geliebt, Turbinenflieger. Ich wollte gerade sagen, weil es kam gerade auch eine Frage auf, wie schnell fliegen denn die Teile eigentlich? Und anscheinend haben wir hier auch einen sehr erfahrenen Flieger dabei, nämlich AB, der hatte jetzt noch geschrieben, bis zu 600 km/h mit Turbine. Ja, genau. Also das ist jetzt Turbine. Gut, 600 km/h macht der nicht, weil das sind schon die extrem ausgelegten Modelle auf Geschwindigkeit. Das ist auch ein Nachbau von dem Original. Eigenbau von einem Freund von mir, der Flieger selbst. Und das war Jet Power, so eine große Messe. Boah, ist aber ordentlich laut, das Ding, oder? Ja, der macht schon Jetpower, ist schon krass. Und der geht halt schon, also so, der geht jetzt auch so, weiß ich nicht, so 300 vielleicht, 350, weiß ich gar nicht genau, 300 auf jeden Fall. Und das war jetzt auch, man hört es nicht so arg, Entschuldigung, im Hintergrund, nach Musik. Mit Kühe, mit dem Chat, und da gibt es auch nicht viel. Ich wollte gerade sagen. Ich kann auch ein bisschen ruhig sein. Und ich einfach versucht habe, auch mit dem Chat wirklich nach Musik zu fliegen, was nochmal auch nochmal was anderes ist. Ne? Das ist so schön. Pulsschlag, ganzen Roses.
Bei dem Flieger ist was Besonderes, da ist sehr, sehr viel Software und Elektronik in der Programmierung versteckt. Das Vorbild von der Maschine ist eine X-31, das Modell im Original. Das war ein Experimentalflugzeug von der NASA. Gab es nur zwei Maschinen. Und zwar war das sogar eine deutsch-amerikanische Kooperation damals. MBB war da damals mit an Bord. Gab nur zwei Maschinen, soweit ich weiß. Eine ist während der Erprobung abgestürzt. Die zweite steht tatsächlich in München im Museum, Oberschleißheim. Da steht das Original. Ganz spannende Kiste. Und es war eine der ersten Maschinen, die Schubvektorsteuerung hatte im Original. Das heißt, Klappen, die den Abgasstrahl lenken können, was heutzutage mehrere Jets, moderne Jets schon haben, um quasi noch agiler in der Luft zu sein. Und genau das hat der Jet eben auch, noch ein bisschen extremer als Modell, also auch Schubvektorsteuerung und eben auch entsprechende Ansteuerung auf die ganzen Klappen. Also zum Beispiel, dass sich die vorderen Kanarsflügel in verschiedenen Flugzuständen anders positionieren und so Geschichten. Das sieht man jetzt alles wieder nicht so genau. Aber da war wirklich viel, viel, viel Programmierer drin und auch Spaß drin, das Ding so hinzuprogrammieren, dass ich das echt verrückte Sachen machen kann. Siehst du jetzt auch gleich direkt der Steuerung. Ja, das sind jetzt noch einigermaßen normale Manöver, die du mit Ruderklappen fliegen kannst. Aber das, was jetzt kommt, das machst du nur noch mit dem Vektor. Ei. Da ist dann eigentlich fast gar kein Schub mehr drauf, ne? Das ist ja, genau. Jetzt im Moment ist wenig und es ist dann Flachtrudeln dadurch, dass ich aber auch nur kontrollieren kann, weil ich halt diesen Vektor steuern kann. Sonst wäre das ziemlich schnell auch unkontrolliert und abstürzen. Hier sieht man jetzt auch bei dem Flugzustand, dass die vorderen Kanarflügel, die Vorflügel komplett nach unten gesteuert sind und die hinteren klappen nach oben. Also richtig verschiedene Flugzustände, um da quasi Sachen auszusimulieren. Kleine Anekdote an der Stelle, ich habe dann auch rumprobiert, weil ich dachte, okay, das ist ja, ich sehe das ja auf Videos von Originalflugzeugen bei Airshows, dass die Eurofighter und Co. das ja auch machen, dass die eben High-Alpha-Geschichten haben, Setups haben, wo die Vorflügel eben auch diese Stellung haben zum Beispiel. Ne? Das fand ich spannend, habe da rumexperimentiert und dann habe ich einen guten Freund, der auch aus der Kunstfliegerei ist und auch da viele Leute kennt und dann habe ich den mal gefragt, weil der mir erzählt hat, Mensch, er kennt da einen, der bei der NATO im Entwicklungsprogramm vom Eurofighter unterwegs ist. Oder war ein Pilot, ja? Ein Testpilot, ein italienischer. Und dann haben wir eben gesagt, frag ihn doch mal, wie das bei dem Eurofighter ist, wann die gesteuert werden, diese Vorflügel. Ne? Dann hat er den irgendwann gefragt, dann hat er mir das erzählt, hat gesagt, du Martin, also ich habe ihn jetzt gefragt, ne? Die Antwort war, mal so, ist eigentlich bei jedem Testflug anders. Also auch die haben da dann immer wieder rumprobiert und verschiedene Sachen, verschiedene Setups, finde ich ganz witzig. Ja. Also kannst du schon verrückte Sachen machen. Ja. Das dazu. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter, sonst kommen wir gar nicht mehr durch. Nachtfliegen auch noch ein geiles Thema. Nachtflug auch noch so eine Leidenschaft gewesen von mir, wo ich gerne viel unterwegs war. Und zwar auch Indoor natürlich bei unseren Shows, aber eben auch Outdoor, das war jetzt auch auf so einer, war glaube ich auch Jetpower. Achtung, Nachtflugshow mit Modellflugzeugen. Das ist ein elektrisch getriebener Jet, das ist ein kleiner, ne? Und da hatte ich eine Elektronik verbaut, die wirklich programmiert war, die wirklich über den ganzen Flug die Beleuchtung von dem Jet synchron zur Musik geschaltet hat. Okay. Das sieht man leider auf dem Video, weil der recht klein und sehr, sehr schnell auch ist, nicht so richtig gut. Das war live und anders. Aber ich gehe da mal ein bisschen durch, weil da kommen ein paar lustige Szenen. Also das war schon ziemlich wild, blinken und machen Ton. Ich guck mal ein bisschen vor, weil das. Nein, ich glaube, wir müssen eh vorsichtig sein mit der Musik, ja. Dass das. Ach, genau, das ist doch ein Video aus YouTube. Ja. So was. Das kann man nicht ändern, das ist alles mit Musik hier. So, und dann war ein bisschen Pyro, ich bin ja auch so ein kleiner Pyromane. Ne? Boah, das sieht ja wirklich aus wie ein Komet, der durch die Gegend so aus. Vor allem, ich schalte jetzt gleich noch die Lichter auf dem Flieger komplett aus. Jetzt, das ist alles. Ne? Also man sieht wirklich nur noch den Schweif. Und das lässt sich aber trotzdem noch steuern, wenn man weiß, wie man es macht. Wenn man weiß, wo noch oben ist. Und ja, das kommt raus. Also ich wusste nicht. Das ist dann. Und jetzt siehst du den glühenden Punkt. Und die Leute haben mal auf den glühenden Punkt geschaut. Das kommt im Video nicht rüber. Dabei ist der schon runtergefallen, weil ich habe diese Rakete in dem Moment abgeworfen, wo die ausging. Oder kurz vorher sogar schon. Und bin quasi weitergeflogen mit Licht aus. Und habe dann irgendwas Licht wieder angemacht. Also da habe ich schon Gatschweiler reingemacht. Und ja. Ein bisschen bekloppt muss man schon sein, wenn man sowas. Wenn am Ende sowas rauskommt, wie trifft.
Aber es sieht sehr schick aus, finde ich, mit dieser Licht- und Musikkombination. Das hat schon ist was. Halt auch mega emotional. Das ist wirklich, mhm. Modellflug kann sowas von emotional sein, gerade wenn du Musik dabei hast. Das ist für mich eine Art von Kunst. Und das für Stefanie auch. Wir haben es ja gemeinsam gemacht und war echt, ja, viel Spaß gehabt. Und es ist auch schon ein bisschen Herzblut dabei, dass wir das auch immer machen. Das ist halt, weil klar, irgendwann muss jetzt nicht sagen, dass es recht allein dran schuld ist, wenn irgendwann ist sowas vielleicht auch mal gut. Ja, aber schade ist schon. Ich hätte da schon gerne mehr gemacht. Auch wieder mit Vektorsteuerung, also auch bei dem. Das heißt, komplett dann Spin. Okay, jetzt zeige ich noch kurz den Schluss, weil das ist auch ganz cool. Schlussszene. Bam. Und dann... Fertig. Ja, das war schon geil. Ja, so Freunde, rein kann man da treiben, wenn ein bisschen blöd im Kopf ist. Genau. Haben wir noch Fragen? Oder ja, bestimmt. Dann schalten wir doch einfach mal wieder auf uns. Ja, und zwar scheinen da doch ein paar ehemalige Fliegerkollegen vielleicht dabei zu sein, weil ein Flugnah 77, ich weiß jetzt gerade nicht seinen richtigen Namen, hat geschrieben, mein Sohnemann hatte vor 7 Jahren beinahe deinen Flieger aus der Luft gepflückt, als du mit Stefanie bei Christians Hochzeit geflogen bist. Da habe ich echt geschwitzt. Ach, stimmt, aber da sind wir auch mal geflogen. Das war auch innen. Ja, ja. Sehr geil. Grüße, sehr schön. Und sonst hat er noch Driftboy gefragt, aber wenn diese Flieger nur 5 Minuten fliegen können, wie könnt ihr dann so eine lange Aufführung machen? Ganz einfach, weil wir zwischendurch die Flieger gewechselt haben. Also die Show selber ging auch immer maximal. Also meistens auch nur 5 Minuten, manchmal 10 Minuten und dann haben wir halt auch, wenn es gepasst hat, entsprechend den Flieger gewechselt einmal zwischendurch. Was willst du machen? Also bei Solo-Parts, dann gemeinsame Parts, da hat es dann schon auch, kommt man schon arrangieren. Ich zeige euch jetzt mal, wir müssen mal noch ein bisschen vorankommen, weil wir haben bald schon wieder eine Stunde hier drauf. Wollt ihr noch fragen? Dann mache ich weiter. Ich schaue hier gerade nochmal. Tonici hatte noch geschrieben, alles andere, genau. Ein Drift-Trailer, in dem Martin oder seine Frau ein Frachtflugzeug fliegen und im Flugzeug sind die Drift-Autos, die à la Fast and Furious rauskommen und in Action auf dem Flugplatz machen. Jawohl. Das wäre auch mal was. Also man kann da so manches Volk was dran. Früher hättest du mir sowas nicht erzählen dürfen, hätte ich sofort in die Gehirn. Wie kriegen wir die Klappe auf? Ja. Wie können die da rausfahren? Wobei, wir haben auch schon was. Wir haben auch schon Flugzeugträgerlandung gemacht. Indoor wohl gemerkt. Komm, wir gehen noch ein bisschen durch. Ich habe noch 2 Videos, die ich euch unbedingt zeigen will, die wirklich. Die habe ich jetzt natürlich aufgehoben. Ich hoffe mal, sind noch alle dabei. Mhm. Nicht ja, aufgehoben, aber es hat sich ergeben. Rüber, genau. Also, genau. Also einmal zurück zur Indoor-Fliegerei, zu dem, was Stefan und ich gemacht haben. Das hat sich natürlich einfach weiterentwickelt über die Zeit. Und ich sag mal, so der Höhepunkt, muss ich sagen, für uns beide war eigentlich, war wirklich Varieté am Bodensee. Mhm. Das war, lass mich gucken, mit dem Spickzettel. 2009. Das dürfte ja auch. Am Bodensee 2012. Ach nee, Quatsch, Blödsinn, 2012 natürlich. 2009 war ja Salto Natale, genau. 2009 war Salto Natale und 2012 war Bodensee. Und das war tatsächlich, da hatten wir eigentlich unsere Show so langsam mal fertig, unsere eigene. Und dann haben wir aufgehört. Super. Sachen. Manchmal ist es so. Das war cool. Und die habe ich auch relativ kurzfristig jetzt online gestellt. Die hatte ich lange wirklich einfach damals nicht gleich reingestellt, weil man natürlich als Künstler alles seine Show nicht verraten will. Das ist halt einfach so. Dann macht man ein paar Ausschnitte, aber nicht die komplette Show, weil die sollen die Leute ja live erleben können im Varieté oder wo auch immer. Und gerade kürzlich habe ich das jetzt erstmal in der Vollversion eigentlich mal reingestellt. Und schauen wir uns mal kurz an. Also das war sozusagen dann der Schluss. Das war am Bodensee, wie gesagt, in Dornbirn, auch ein schönes Varieté, auch 2 Wochen ging das immer, in Weihnachtszeit. Ja, und dann auch schon richtig mit auf der Bühne und cooles Outfit. Sich zum Affen machen. Nein, ging schon. War auch, wie gesagt, konnte man viel lernen in der Zeit. War auch spannend, auch mit anderen Künstlern. Wir haben auch unglaublich viel von anderen Künstlern gelernt. Denn die haben uns auch, ich glaube doch gar nicht, was da passiert, wie man da auch wirklich geschult wird oder sagen, hier komm, choreografiemäßig. Also teacht man sich da auch. Also, gegenseitig. Das war schon eine richtig tolle Zeit, wo wir einfach viel, viel auch fürs Leben gelernt haben. Ja, und da habe ich halt angefangen, Papierflieger rumzuwerfen. Und das wirklich um die 10 Minuten voll zu kriegen. Und die haben es ja nicht so lange hin. Ja, genau. Manche von den Dingern flogen halt auch richtig gut. Wow. Aber ist der wirklich so gut geflogen oder ist er ein bisschen. Das siehst du doch. Ich glaube, das. Der fliegt schon sehr lange. Ja, schon. Haben alle von unten gepustet, ne? Genau, genau.
Nee, da war eine Stefanie im Hintergrund. Also auch Magic, also ich hatte auch wirklich den echt Zauberer, die mir den Zaubertrick abkochen wollten. Da waren geile Nummern dabei. ja. Genau, also das war ein bisschen Magic. Wirklich Papierflieger, der halt dann aber doch ferngesteuert war. Ne? Aber der hat der Akku noch weniger gehalten, ne? Der war nur ein paar Sekunden. Ja, täusch dich nicht mal. Der hat auch so einen kleinen Akku hier, aber das geht sogar. Das flog auch so 5 Minuten. Nicht schlecht. Auch, oh, da kommt das Profi-Gerät. Ah, da freut sich der Martin. Ja, schön. Ja, ich gebe zu, also wir sind natürlich keine Schauspieler, also es war schon immer eine Herausforderung, aber ja, es hat auch funktioniert. Ich finde es super. Ich glaube, so auf dem, es gibt wirklich genug andere, die inzwischen auch solche Shows indoor machen, aber auf dem Level, die Choreografie als Paar zusammen mit Story drumherum, glaube ich, hat bis heute noch keiner in der Form gemacht. Na, sieht schon richtig gut aus. Auch tatsächlich wirklich schade, dass wir es nicht weitermachen. Aber was willst du denn dem alles machen? Zeit ist endlich. Das haben wir so ein bisschen übernommen von der Choreografie ja, von damals, ja. Ne? Man lernt ja dazu. Sieht ja teilweise echt schwerelos aus, wie langsam er dann durch die Gegend gleitet. So ein Flieger hat jetzt zum Beispiel 130 Gramm gehabt damals in der Klasse, ne? So das, glaube ich, echt, ja. 150 vielleicht. Ne? Es war auch nicht viel Platz da, weil die Decke auch schräg war, das wurde nach hinten, wird es richtig niedrig, aber ging auch, man muss es halt dann entsprechend trainieren. Und halt über den Leuten ist auch ganz spannend. Sollte halt auch nichts schief gehen. Die Flieger sind leicht, wir sind ja auch schon mal irgendwie auch mal da, auch mal zwischendurch auf dem Tisch. War auch witzig, sie haben einfach auf dem Tisch abgeschmiert. Stephanie ist damals auf dem Tisch abgeschmiert. Und dann ist einer hingegangen, diese Flieger sind ja völlig empfindlich, kannst du ja nicht irgendwie anpacken. Das ist immer so ein Thema, muss man immer schauen, dass da nichts kaputt geht, wenn er runtergefallen ist, dass keiner den irgendwie falsch anpackt. Ne? Und dann ist einer aufgestanden, hat den Flieger ganz vorsichtig an der richtigen Stelle genommen, hat ihn hochgehoben in die richtige Haltung und hat ihn wieder in die Luft gegeben. Stephanie ist weitergefallen. Oh, nicht schlecht. Perfekt. Ne? Und später hat er uns angequatscht, vielleicht hat er ja zu, keine Ahnung. Dann hat er uns angesprochen, nach der Show, weil du bist ja dann als Künstler auch mit den Leuten und so, unterhältst dich. Aber er ist ja selber Modellflieger, ja? Und dass wir diese Show-Einlage ausgerechnet auf seinem Tisch machen, mit dem Flieger, dass er ihn wieder starten darf, der war im siebten Himmel. Wir so, okay. Ja, gerne. Ne? Du glaubst auch nicht, weil man steht ja hier. Das war mit den Bändern, die da ausrollen, das ist ja schon. Kannst du schon Gänsehaut erzeugen. Ich glaube doch gar nicht, was alles auf einer Bühne viel schief gehen kann. Also nicht nur bei uns, haben wir ja auch erlebt, bei anderen Künstlern dann, ohne dass das Publikum es merkt. Das ist Showbusiness, das ist. Seit ich das alles erlebt habe, weiß ich auch, wie Zaubertricks funktionieren, weil es ist unglaublich, wie du die Leute. Was die Leute wirklich wahrnehmen von dem Auftritt. Du kannst ja gar nicht, wenn du zum ersten Mal siehst, das alles realisieren. Dann sieht das alles erstmal nach Absicht aus. Ja. Das war jetzt ein kompletter Flug quasi, also das sieht man auch, die Akkulaufzeiten gehen schon ein bisschen, da ist schon ein bisschen Reserven noch, aber das ist das, was die Flieger halt so können. Man macht halt auch keinen größeren Akku rein wie nötig, einfach weil es halt Gewicht ist, ne? Der Flieger wird schwerer, das heißt, wenn er runterfällt, ist die Verletzungsgefahr größer und es wird auch nicht einfacher zu fliegen. Das ist schon immer so ausgetüftelt, dass das halt, das kann man ja abstimmen, wir können ja da Akkus verändern. Das ist ja alles komplett Einbau und Waschbar. Ja, ah, das ist wahr. Ah, Applaus, Applaus, ja, sehr schön. Ja, genau. So. Ja. Einen habe ich noch für den Abschluss. Auch ganz wichtiges Video. Einmal das noch beenden. So, aeromuskel.com gibt es halt auch nicht mehr. Wir haben es damals auch schon mit Webseite und so einigermaßen professionell gemacht. Wir waren schon auch als Künstler einfach unterwegs. Ne?
So, was haben wir noch? World Air Games. Eine Geschichte habe ich noch nicht erzählt. Und zwar, es gab ja auch Meisterschaften, Deutsche Meisterschaften international. Und es gab einmal auch eine World Air Games, bei der ich dabei war, in Turin damals, Italien, wo zum ersten Mal Indoor-Kunstflug als Klasse war. Also World Air Games ist sowas wie die Olympiade der Fliegerei. Also wirklich Mantaranflieger, also was weiß ich, Ballonfahren, Hubschrauber, Segelflug, Segelkunstflug, was weiß ich alles. Und eben auch damals zwei Klassen im Modellflug. Eine Outdoor, die drei Klassen sogar waren es, glaube ich, ne? Und eine von den drei Klassen war Indoor, war eben unser Indoor-Kunstfliegen. Und das war dann so ein bisschen so, ja, was dann auch möglich war von mir aus, was sind jetzt World Air Games, im Indoor-Kunstflug. Das zeige ich jetzt noch und dann, glaube ich, ist auch gut geworden. Leider auch wieder qualitativ natürlich, ne? Aber. Das war so 2 Minuten nach Kür, nach Musik. Und dann bewertet wird entsprechend. Wie beim Eiskunstlauf. Der Flieger hat übrigens auch eine Vektorsteuerung, da kannst du den Propeller schwenken, nach rechts und links. Ja. Und Rückwärtsschub geben. Auch ein System, das ich entwickelt habe. Und das war das erste Mal, wo ich dann das auch gezeigt habe und als Wettbewerb auch eingesetzt habe. Inzwischen wird es auch relativ oft eingesetzt bei solchen Wettbewerben, aber damals war das komplett neu. Also Rückwärtsgang und noch Vektorsteuerung. Und da kommt es auch mit ein paar Flugfiguren, wo man sieht, dass die nicht ohne ein bisschen andere Steuermöglichkeiten als ein normaler Flieger hat, funktionieren würden. Und da warst du dann eigentlich auch fast einer der einzigen Teilnehmer, der sowas quasi drin hatte, der oder wie einzige. kommt es? Das war, da habe ich, das war so mein, da habe ich gesagt, okay, pass auf, ich habe noch was Neues hier. Ne? Also bis jetzt war alles normal, das kann jedes Flugzeug in der Art. Das war eher schwieriger, weil der leider auch ein bisschen schwerer war, der Flieger. Und jetzt geht's los. Ich könnte nicht. Ja. Ich kann den Flieger quasi über Kopf stellen. Ne? Okay. Also kann ich quasi rückwärts dann einlegen. Ne? Das muss natürlich die Jury dann eigentlich schon ordentlich begeistert haben, weil sonst ist Erstmal das muss vorher es noch nicht so erstmal muss wirklich, es kapieren, also kapieren, dass es Absicht ist, ne? Und dann natürlich hoffentlich auch gut ja. finden. Ja. Das war aber ganz gut. Also. Ja. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, welcher Platz war es dann? Ah, es war tatsächlich am Ende der zweite Platz, ich glaube, 2 Pünktchen Okay. von einem französischen Judge-Status. Aber das ist immer so, wie es sonst ist. Ja, Wobei ich auch sagen muss, ich merklich. hatte im Finale auch einen Patzer drin. Bei mir ist im Finale tatsächlich eins von diesen Flitter, was ich da abgeworfen habe. Beim nochmal durchfliegen hat sich das um den Propeller rumgelegt und ist nicht mehr weggegangen. Das heißt, ich hatte keine Leistung mehr und konnte diese ganzen Rückwärtsgangfiguren nicht mehr so richtig gut fliegen. Ich habe es zwar durchgezogen, aber es war nicht 100% und dann noch nachher 2 Punkte dafür. Ja. Es ist Wettbewerb, es ist Ja, Sport. gut. Also auch da lernst du wirklich fürs Leben Dinge auch mal zu verlieren, auch mal. Ne? Aber da auch rückschließend, sag ich mal, zu unseren Drift Online Games, ne? Was ja im Wettbewerb live passiert, Absolut, da absolut. ist einfach gegeben, ne? Dann kannst du Ich es auch nicht ändern. sage euch das auch immer, weil ich sehe das ja auch bei manchen Leuten, die da so anfangen, vorher auch keinen Wettbewerbssport gemacht haben. Ich meine, das ist ja alles noch ziemlich Spaß bei uns. Ja? Ist ja auch gut so. Aber am Ende des Tages, sage ich mal, ist es, wenn du einen Wettbewerb machst, auch wenn es nur auf einer Messe ist, zum Spaß oder auch vielleicht ein DTM, was wir ja schon gemacht haben, wo es jetzt noch kein Geld zu verdienen gibt oder so, irgendwie so eine, wir haben zwar zwischen ein paar Leute, also ein paar von euch haben ja echt schon Sponsoren, das ist echt geil, aber Leute, keiner kann bis jetzt, glaube ich, davon leben, Driftsportler zu sein, ja? Noch nicht. Genau, noch Noch nicht. nicht. Das kommt noch. Aber ihr müsst, also wirklich, ich kann es nur jedem ans Herz legen, es mal zu probieren, jetzt auch bei unseren Online-Games vielleicht mal mitzumachen und sich da einfach mal den Wettbewerb zu stellen, weil ihr lernt auf jeden Fall dabei was fürs Leben. Das ist eins, was ich echt sagen kann. Also einfach durch meine Geschichte als Sportler im Bereich Modellfliegerei, man kann echt richtig was lernen fürs Leben, wenn man Wettbewerbe macht, weil man einfach wirklich mit seinem Nervenkostüm umgehen muss. Man muss eben unter Druck handeln und reagieren und auch Nerven behalten lernen.
Man muss eben mit Niederlagen umgehen. Man muss wirklich Dinge tun, wo man oftmals so aus seiner, wenn man so aus seiner Komfortzone nicht rausgeht, einfach gar nie erlebt. Ja? Bis hin jetzt in meinem Fall, da wirklich sich auf die Bühne stellen, solche Sachen. Ja? Aber jetzt, selbst wenn ihr jetzt, sagen wir mal, auf so, ob es trifft oder was anderes ist, wirklich mal so ein bisschen ernsthafter als Sport betreibt, es ist nicht nur Zeitvergeudung in Form, weil es ein Hobby ist und weil man kein Geld verdient, sondern da nimmt man was mit, das ist meine Erfahrung. Einfach. Man nimmt da richtig was mit und man lernt in Stresssituationen damit umzugehen. Und das hat mir später im Beruf, jetzt gerade mit der Firma hier, schon mehr wie an den Arsch gerettet, dass ich da einfach einigermaßen abgeprüft bin durch diese Erfahrung. Ja. Da kommt mir eigentlich auch gerade noch eine gute Frage in den Kopf. Wo siehst du da eigentlich die Parallelen jetzt im Nachhinein, sage ich mal, zwischen dem Modellflug und jetzt aktuell Drift? Sagen wir so, gut, klar, da gibt es natürlich jetzt, so wie ich Modellflug gemacht habe, mit dem Airbus und so weiter, ne, gibt es natürlich, das haben wir es gar nicht mehr gezeigt heute, gell, aber Und ja, den hat man im hat man letzten im Stream letzten aber Video, ja, ganz genau. gut gesehen. Da gibt es schon auch Parallelen natürlich von dieser Idee, dass sich so ein Modell plötzlich bewegt wie sein Original. Ich würde es aber anders sagen. Ich meine, Parallelen zwischen dem Driften, also dem, nicht nur zum Modellauto, sondern an sich der Drifterei und dem Kunstflug in der Realität. Weil es ist ja so, beides ist letztendlich das Beherrschen einer Maschine im instabilen Grenzbereich, nenne ich jetzt mal. Also im Kunstflug ganz genauso, da bist du permanent am Strömungsabriss, du gehst auch in den Strömungsabriss, du benutzt ein Flugzeug wirklich am Limit und teilweise wirklich, wo es halt Eigendynamik entwickelt, wo du wirklich quasi mit dieser Physik auch spielst. Ne? Und das ist im Driften ja genau das Gleiche. Wirklich fahren komplett im Grenzbereich und auch darüber und halt in Zustand, wie hat der liebe Walter Röhrl so schön Ach, gesagt, genau. die Kunst, einen instabilen Zustand stabil zu Ja, halten, genau so. Fahrzustand stabil zu halten. Ne? Das ist Driften und das ist im Kunstflug nichts anderes, wo wir da genauso in Bereiche gehen, wo ein normaler Flieger nicht hin würde, ne? Wo auch nicht effizient sind, Thema Feuer mit Widerstand und so weiter, ist völlig egal, aber halt Kontrolle behalten. Und da sehe ich tatsächlich eine ziemlich große Parallele. Deswegen denke ich, das ist auch der Grund, warum ich beide so begeistert und ich an beiden Spaß habe. Ne? Ja. Das auf jeden Fall. Ne? Genau, was wir jetzt in den Videos noch gar nicht so viel gesehen haben, was ich aber eigentlich genau weiß, weil das ja auch das so ein bisschen gemacht habe, waren ja eigentlich auch Modellhelikopter. Oder so Ja, ein ja. bisschen, meine ich da auch mal Ja, was gehört zu klar. haben. Also selber fliege ich auch natürlich, das hat sich dann im Beruf nicht ergeben. Aber ich sage mal, meine Leidenschaft hängt schon bei Okay. den festen Flügeln und nicht bei den drehenden jetzt für mich. Aber tatsächlich habe ich ja eben bei dieser Firma im Schwarzwald damals dann die Entwicklung gemacht und die haben ja hauptsächlich Hubschrauber entwickelt. Da haben wir dann später auch auf diese Art von Flieger hier, was ich da gezeigt habe, dieses Konzept, wo die, das war in der Zeit, wo ich dort war, wo ich das für mich privat entwickelt hatte, eigentlich diese Art von Flugzeuge für den Sport. Und dann hat mein Chef das gesehen und hat gleich gesagt, hey, das müssen wir machen. Und dann haben wir damals die Shockflyer, hießen die dann. Shockflyer. Und das war dann sozusagen Geburtsstunde dieser Flieger als Produkt auch. Aber im Schwerpunkt haben wir tatsächlich Helikopter entwickelt. Modell Helikopter, elektrisch angetriebene Helikopter, sowohl Indoor als auch große für draußen. Und das war natürlich ein bisschen ein anderer Bereich. War für mich aber auch super spannend, weil es halt viel Technik und auch viel mit Formbau zu tun hatte. Spritzguss, also Kunststoffteile, was ja als Hubschrauber auch viel dran ist, was ich ja auch immer mal gelernt habe. War auch ganz cool, weil es auch so ein bisschen war, der Bereich war dann quasi mehr der Beruf und die Fliegerei mit den festen Flügeln war dann immer noch mehr das Hobby einfach. Ne? Das war echt ganz gut so, ja. Genau. Ja, was Ja. haben wir sonst hier noch gerade für zwei, drei Antworten, die ich gerade mitgelesen habe? Hier Driftboy schreibt nämlich noch, ihm ist auch schon mal eins von solchen Bändern im Propeller festgehangen, bei so einem Kunstflug. Ja. Und der Markus Müller hat noch geschrieben, schon sensationell, was ihr beide da so mit dem Fliegen gemacht habt. Top. Sehr, sehr Dankeschön, schön. sehr gut. Genau. Ja, okay. Ja, Ja. nee, also komm, wenn noch ein paar dabei sind, wissen, wie lange ihr Nerven habt, ihr könnt noch eine Frage stellen. Ich lasse noch ein Video laufen, dann haben wir nämlich alles durch. Dann kommt nämlich auch gleich der Airbus nochmal mit Ich schalte rein. noch einmal kurz Schaut um, mal damit rum, wir ja, losgehen. sorry. Bin aber kein böse, wenn es ihm reicht. Das ist ja schon über eine Stunde drauf. Einen haben wir noch. Und zwar haben wir hier unseren Airbus nochmal. Den habt ihr ja schon. Im letzten Mal haben wir den ja kurz mal gezeigt. Das ist jetzt eine andere Show gewesen, das war in Speyer bei einer Sportlergala in der Turnhalle. Das ist jetzt gerade von der Auflösung aber nicht so dolle, ne? Eigentlich klar hier. Warte mal kurz, das laden wir erstmal gescheit hier auf. Was war los? Kommt gleich, Ja, da, jetzt. sehr schön. Also das war dieser Airliner. Der halt wirklich, für die, die es nicht gesehen haben, einfach das ist ein Eigenbau von mir. Der genau diese Philosophie folgt, was halt auch Drift letztendlich jetzt geworden ist, nämlich einen Flieger oder ein Modell so zu bauen, dass es halt nicht nur so aussieht, sondern auch sich so bewegt. Und der ist eben so leicht mit 300 irgendwas Gramm, was der hatte, bei 2 Meter Spannweite und Einzelfahrwerk und Licht, was er sieht und alles drum und dran.
Der war so leicht, dass er halt wirklich maßstäblich fliegen kann. Dass ich wirklich halt mit der Landegeschwindigkeit, mit der Startgeschwindigkeit vom Original im Maßstab den bewegen kann. Und ja, das war schon ein sehr geiles Projekt, aber leider nichts, wo wir halt wirklich ein Produkt draus machen können, weil es echt ein Einzelstück ist. Ne? Da haben auch viele gefragt, ob ich dann Bausatz draus mache. Weil die Frage kam vorhin ja auch. Ich habe zwischenzeitlich auch meine Firma nebenbei gehabt, Silhouette Art, wo ich eben auch diese Modelle, meine Wettbewerbsmodelle auch tatsächlich als Bausatz angeboten habe, aber das war auch wirklich so mehr aus dem Spaß heraus. Das war kein Wirtschaftsbusiness. Mhm. Jetzt kommt noch was Cooles. Das bin jetzt nicht ich alleine, sondern was ihr jetzt gerade seht, das ist ein Freund von mir. Der Dietmar, mit dem ich eben auch bei Wetten, das übrigens war, der die Wetten, das heute gemacht hat. Der hat einen Harry Potter gemacht, einen Fliegenden. Auch ein sehr geiles Projekt. Ah, ist ja sogar schon der richtige Drohne, ne? Ja, es ist ein Wattekopf auf der Basis, aber halt wirklich mit der Puppe drauf, der den Kopf bewegen kann, die Augen leuchten, den Zauberstab, der kann sogar einen Zauberspruch sagen, das hört man natürlich deine Halle nicht. Richtig geil. So, und jetzt kommt mein Drache, ich habe auch die Feuer alle möglichen Blödsinn. Jetzt kommt Vector ins Spiel, da hinten rechts. Auch ein schönes Ding. Auch ein Eigenbau, ja, ne, auch sowas ist wirklich. Also man kann da echt mega, mega kreativ sein, durch diese Leichtbauerei kannst du echt verrückte Sachen zum Fliegen bringen. Sogar zum Drachen. Und der fliegt natürlich nicht nur, der kann auch alles, was ein Drache zu können muss. Feuersprung zum Beispiel. Sehr schön. Das ist eine schöne Szene am Schluss. Das ist ein bisschen spannend hier. Man hat sich auch immer die Choreografie überlegt, mal auf die Schnelle, was wir machen können für den Abend. Und dann haben wir das nicht lassen können. Das ist gut. Das ist gut. Genau. Ich glaube, gutes Schlussbild. Ja, Schlussbild, das ist, oder? Das ist cool, ja. Ja. Dann schließen wir den Abend mit AC/DC, oder? Genau. Besser geht's nicht, ne? Ja, sehr schön. AB fragt gerade noch, hast du den Airbus überhaupt noch? Ja, den habe ich noch, den habe ich noch. Fliegt der auch noch? Ja, der wird wahrscheinlich auch noch, also ich meine, das ist schon wieder ein paar Jahre nicht mehr aufgeblasen, sag ich mal, weil der, ist ja, der Rumpf ist ja aufgeblasen, der ist zusammengefaltet. Der hat schon ein paar Jahre auf dem Hügel inzwischen, aber tatsächlich, also, müsste ich auseinanderpacken, zusammenbauen und gucken, ob irgendwas zu reparieren ist. Manchmal ist es eine Klebung oder so. Und da fliegt der auch wieder, ja. Also der geht ganz sicher nochmal in die Luft. Sehr schön. Bestimmt. Ich habe eigentlich alles noch mit Drachen. Also ich bin auch so jemand, der nichts hergeben kann von diesem Modell. Auch diese ganzen Kunstflieger, die mit den Wettbewerben gewonnen haben, sind eigentlich alle. Die großen Flieger, was ich vorhin gesehen habe, den Chat habe ich leider verloren. Der ist abgestürzt. Den wollen wir zwar wieder aufbauen, aber da ist ziemlich viel dran zu machen. Aber so die Kunstflieger, die habe ich. Ich habe keinen einzigen großen Kunstflieger mehr, zumindest kein Flugfliegen. Ja, was willst du machen? Ich meine, irgendwie, man muss auch so ein bisschen Fokus setzen manchmal auf gewisse Dinge. Ne? Und ja, irgendwann war das halt einfach auch gut und vielleicht kommt die Zeit mal wieder, ich weiß es nicht. Und wenn nicht, dann mein Gott. Es ist ja nicht so, dass uns gerade langweilig wäre und dass wir nichts Nein, Gutes tun. Das auf keinen Fall. Und ja. Genau. Ja, Mensch, da haben wir ja einen ordentlichen Einblick jetzt so in deine Vordrift-Geschichte. Ich habe vorhin noch gesagt, na, wenn der heute nicht so lang wird, das stehen, dann macht es ja auch nichts. Ja, aber jetzt sind wir schon gut dabei, würde ich sagen. Also, nochmal, klasse, wie viele jetzt eigentlich da auch noch immer noch mit zugeschaut haben, echt toll. Wir sind immer noch 60 Zuschauer. Nicht schlecht, scheint euch ja wirklich interessiert zu haben, das freut uns auch natürlich gut, auch. Ne? Das ist schön, dass wir nicht umsonst zum Mund fußig labern. Nein, es ist ja wirklich, also macht mir jetzt auch echt Spaß, macht es immer Spaß, muss ich zugeben, diese Livestreams fangen echt an oder machen schon eine ganze Weile richtig Spaß. Aber es ist ja auch mal ein anderes Thema und mir auch mal cool, weil kommen bei mir gerade auch Erinnerungen hoch, weil es echt das Punkt da wir haben. Ich habe das auch so ein bisschen einfach dann auch, ich sage verdrängt, aber es ist dann halt im Hintergrund, weil ne, der Kopf ist halt einfach mit dem Projekt, da bin ich am Anschlag, mehr kann ich nicht machen. Und manchmal denkt man wieder so, okay, mal einfach zurückdenken an Dinge, die man so auch schon gemacht hat. Und da haben wir echt schon ein paar verrückte Dinge erlebt. So. Ansonsten lese ich da gerade noch zwei, drei Sachen. AB schreibt, ihr könnt doch wirklich auch andere Flugzeuge in realistisch verkaufen, wie Helis oder Flieger oder sowas. Aber ich glaube, in dem Geschäft sind wir jetzt halt wirklich nicht mehr drin. Also guck mal, der Punkt ist ja der, wenn ich sowas, also ich sage nicht, dass das nicht kommen kann. Also ich habe Ideen in alle Himmelsrichtungen. Also glaub mir, wenn wir hier so das weiter so durchziehen, wie wir es vorhaben, ich meine natürlich, ne, hätte, wäre, wenn. Klar, mit den Autos, da sind wir auf einem guten Weg, das auf jeden Fall. Aber wenn es so richtig gut funktioniert und wir die Möglichkeiten haben, auch zeitlich und finanziell,
Ich habe noch ein paar andere Ideen. Aber die Vision oder das Thema ist definitiv Hybrid Gaming. Das ist das, was dahinter steckt. Was anderes würde ich nicht anfangen, weil da ist jetzt gerade so weiß ich nicht, unsere Mission, da was auf die Beine zu stellen. Und Hybrid Gaming ist ja diese Kombination aus Computerspiel, Simulation, so dass sich ein Produkt quasi wie am Bildschirm real bewegt, aber tatsächlich physikalisch real ist. Und sprich, bei dem Auto kann ich das ganz gut tricksen, ja. Letztendlich, wir tricksen ja ein Stück weit. Manche beschweren sich ja auch, dass da unten drunter noch ein Antrieb ist. Aber in jedem Fall tricksen wir insoweit, dass wir diese Simulierung, diese Fahrdynamik halt simulieren und übertragen in die Realität, was physikalisch anders nicht möglich wäre. Es geht nur so. Bei einem Flugzeug ist es ein bisschen schwierig. Wenn ich den langsamer mache, fällt es vom Himmel. Ne? Da kann ich nicht tricksen in der Form. Da muss ich anders mir was Nein, überlegen. das stimmt. Da gibt es durchaus Ideen, so ist es nicht. Aber das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. Und wie gesagt, wenn, dann müsste ich es auch wirklich schaffen, eine Kombination aus diesem Game-Charakter und dem realen Produkt zu entwickeln. Und dann kann sowas natürlich auch, tatsächlich auch noch kommen, aber das ist sicher eher was Langfristiges, weil A, haben wir verdammt viele Ideen und zu tun mit unseren jetzigen Produkten. Und da noch bei denen, da geht es definitiv noch weiter. Und B, wie gesagt, ja, muss es halt alles auf einer Zeit her machbar sein. Das Zeit ist endlich und ja, abwarten. Ansonsten schreibt noch Michel, absoluter Hammer, was du und Stephanie da zusammen abgeliefert habt. Ihr sitzt hier mit offenem Mund. Sehr Sind schön. also sehr begeistert auf jeden Fall. Und Adrian Nagel Dankeschön. hat noch gefragt, sind in dem Airbus Soundmodule drin oder hören sich die Triebwerke wirklich so realistisch an? Also Die bei. Frage wurde zwar danach schon beantwortet, aber du kannst es, glaube ich, gerne auch Also, noch. was schreiben Sie denn? Es kam nämlich, die Triebwerksgeräusche kommen aus dem Lautsprecher. Das sind Elektromotoren, deshalb sind es Soundmodule. Genau. Also, jetzt, ich glaube, bei dem letzten Video war, glaube ich, gar kein Sound. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber bei dem vom letzten Mal, dem Video, dem zusammen, diesem Best-of heißt, glaube ich, was mir auch. Ihr seht jetzt gerade nicht. Das war auf einer Messe und da haben wir wirklich auch eine Choreografie gemacht, das heißt einen Showblock, wo der fliegt und da haben wir wirklich echte Airliner-Geräusche, wie der startet, quasi eingespielt, in dem Moment, wo er startet, ne? Und auch bei der Landung, also die waren nicht vom Flieger. Ne? Weil, wie gesagt, der Jet, den ich da geflogen habe, das war eine richtige Turbine, die klingen wirklich, das sind richtige Strahltriebwerke, die klingen auch wirklich wie echte Jets, aber bei dem Airliner, da sind wirklich in den Triebwerkskörpern drin, könnt ihr euch vorstellen, kleine Propeller, elektrisch angetriebene Propeller, die sieht man nicht, ne? Die sind also versteckt. Aber die machen natürlich nicht den Sound von der Turbine. Die hört man eigentlich auch gar nicht wirklich, sondern die Geräusche kamen echt von der Anlage in der Halle, genau, ja. Auch richtig schön laut, aber eine große Anlage, das hat da die Halle gebebt, das war ganz cool, ja. Ja, ansonsten, AB hat noch mal geschrieben, er hat jetzt seinen Familienspaziergang noch abgesagt, extra für den Stream hier, weil er Oh, sich den ja, anschauen wollte. ja, es tut mir jetzt aber leid. Aber ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ich hoffe, es hat dir Ja, richtig gut gefallen. hoffentlich. Und ja, ansonsten sehe ich hier auch ganz viele tolle Kommentare wieder. Es freut uns natürlich, dass ihr da so fleißig mitgeschrieben habt. Ihr schreibt auch gerade beim nächsten Mal dann auch auf Englisch. Ja, auch ein wichtiger Punkt, wissen wir auch. Und da wird sich vielleicht in nächster Zeit auch noch ein bisschen was. Schreibt er in Englisch oder Nee, der schreibt auf auf Deutsch? Deutsch. Sehr gut. Der schreibt auf Deutsch. Deshalb hoffe ich mal, dass Dann es so auch antworte ich gut. jetzt auch auf Deutsch. Genau. Also tatsächlich, wir haben es gerade heute nochmal drüber unterhalten. Wir wissen das. Wir müssen da was tun. Wir werden da auch mehr tun. Ist halt einfach so, ne, ich kann jetzt, wir können ja schlecht, es geht jetzt nur in einer Sprache. So. Und wir werden aber anfangen, die Streams oder solche Themen auch zu wiederholen in englischen Streams. Das ist der Plan. Das verrate ich jetzt einfach mal. Und gucken, dass wir uns auch Social Media technisch ein bisschen anders aufstellen. Wir haben inzwischen eine Community bei Facebook, englischsprachig, UK, die sind ganz gut dabei. Da auch an alle, die hierzulande nochmal sind, hat übrigens der Aufruf vom letzten Mal hat gefruchtet. Ne? Der war damals, ich oder du, weiß gar nicht, haben wir ja gesagt, Mensch, schreibt doch da auch gerne mal was rein. Ne? Bei den Engländern stützt sie mal ein bisschen, dass da was vorangeht. Und habe ich gesehen, haben sich direkt ein paar angemeldet. Ah, sehr Natürlich. Sehr schön. geil. So. Und ja, macht es. Wie gesagt, es ist wirklich blöd, dass wir halt bisher da nicht gleich alle Sprachen und auch nicht Englisch abdecken konnten, weil wir genug zu tun hatten, hier in Deutschland überhaupt mal den ganzen Content zu erschaffen und dann das alles zu tun. Und das ist einfach eine Riesenhilfe, wenn ihr auch quasi, wenn ihr dessen mächtig seid, einfach da auch mal euer Wissen, was inzwischen hier ja da ist in der Community, auch mal in die englische Sprache weitergebt, dass wir da ein bisschen mehr internationale Reichweite generieren, was natürlich auch für uns wichtig ist. Ne? Also gerne machen, freut uns. Ja, ansonsten, ich sehe schon, ihr schreibt alle schon auf Wiedersehen und wie Ja, toll es es euch reicht auch. gefallen hat. Und viele schreiben jetzt gibt noch eine Runde gedriftet, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ne? Online-Challenge, Guter Plan. da müssen Oh noch ja. einige Und wir zwei, Zeiten mein einlegen. Lieber, wir könnten jetzt eigentlich Wir gerade, wenn müssen wir auch oben sind, noch nochmal die Zeiten Gelegenheit nutzen einlegen, können, machen ja. wir das jetzt auch noch. Wir müssen jetzt auch mal noch was Ernsthaftes hier machen. Ja. Genau. Aber Ja. schön, dass die so läuft. Ja, alles gut. Genau, schaut da gerne auch nochmal vorbei, haut noch ein paar coole Zeiten raus. Und Jo. ja, ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen.
Nächstes Let's Talk About Drift. Ja, es war ja noch der Wunsch, dass wir nochmal über das Ding des Jahres sprechen. Schauen wir mal, da werden wir vielleicht noch eine Folge draus machen. Und ansonsten schreibt uns gerne noch ganz viele Wünsche und Ideen in die Kommentare. Ja, eben. Da sind wir natürlich immer dankbar für, dass ihr uns da Ideen gebt. Ne? Noch Themen einfallen, auch wenn es eben mal abseits von Drift ist, solange es irgendwie einen Sinn ergibt, biologisch. Ne? Mhm. Wir wollen ja da das jetzt auch so weiter durchziehen. Ne? Genau. Ansonsten fällt uns auch noch genug zum Thema Drift natürlich ein. Das sowieso. Und ihr habt sowieso immer so viele Fragen noch zu Drift, wo wir auch die Hälfte noch gar nicht von beantwortet haben. Von daher können wir da auch mal ein vernünftiges Q&A wieder zu machen. Vielleicht machen wir das nächste Mal ein Q&A oder und danach so. Vielleicht nochmal das Thema mit der Fernsehshow, mit das Ding des Jahres. Das war auch, da gibt es auch einiges zu erzählen, könnt ihr euch vorstellen. Ne? Aber das werdet ihr natürlich alles noch in den Ankündigungen erfahren, worum es dann wirklich geht. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, eine restliche schöne Woche und dann Wochenende. Genau, wir haben ja erst Mittwoch, ich denke mal Freitag, aber das ist jetzt ja, genau. Naja. Nächste Freitag haben wir dann wieder Challenge. Genau, nächste Woche Freitag ist wieder Online-Games angesagt. Bis dahin könnt ihr noch fahren und dann wird schon die nächste Challenge anstehen und dann sehen wir schon, wer in der ersten Challenge schon gut abgeschnitten hat. Ne? Jawohl. Ich bin echt gespannt. Zwischendurch noch mal kurz was machen, mal reinschauen in die ganzen, mal gucken, wie wir das machen. Ne? Genau. Ja, aber spätestens dann auf jeden Fall sind wir wieder bei euch. Sehr schön. Ja, also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen restlichen schönen Tag, einen schönen Abend. Ich auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.